Es hat geklingelt, die Debatte drinnen beginnt jetzt mit dem Bereich Arbeit und Soziales. Arbeit und Soziales. Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf den Drucksachen 4611 und 4624. Berichterstatter sind die Abgeordneten Ekin Deligöz, Axel E. Fischer, Michael Groß, Ulrike Schilke-Ziesing, Otto Fricke und Dr. Gesine Lötsch. Zum Einzelplan 11 liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion der FDP vor, über den wir heute nach der Schlussabstimmung namentlich abstimmen werden. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 90 Minuten vorgesehen. Sind damit einverstanden? Ist so beschlossen. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Uwe Witt, AfD. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Präsident. Guten Morgen, werte Kollegen. Guten Morgen, werte Gäste des Hohen Hauses. Wir reden heute hier über den größten Teilhaushalt des Bundeshaushaltes für den Haushalt Arbeit und Soziales, der mit 144 Milliarden Euro 40% des gesamten Bundeshaushaltes ausmacht. Die Ausgaben für den Arbeitsmarkt sind mit insgesamt 36,7 Milliarden Euro veranschlagt. Davon entfallen 36,1 Milliarden Euro auf die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Immerhin noch etwas mehr als 10% des Bundeshaushaltes. Dazu gehören die Ausgaben für das eigentliche Hartz IV in Höhe von 20,2 Milliarden Euro. Die Beteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung mit 5,1 Milliarden, die Leistungen zur Eingliederung oder Wiedereingliederung in Arbeit mit 4,9 Milliarden und man glaubt es kaum, horrende Verwaltungskostenerstattung für die Durchführung der Grundsicherung in Höhe von 5,1 Milliarden Euro. Lassen Sie mich zunächst auf Hartz IV eingehen. Was ist das eigentlich? Es ist nicht nur eine staatliche Transferleistung für alle Arbeitslosen, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I haben. Es ist nicht einmal eine Leistung für Menschen, die überhaupt irgendwann mal gearbeitet haben oder die arbeitssuchend und für Arbeit qualifiziert sind. Darum sind die Bezeichnungen Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung für Arbeitssuchende für diese Leistung eher irreführend. Es ist eigentlich eine Grundsicherung für alle, deren Einkommen unterhalb dessen liegt, was die Regierung als Regelbedarf für das Existenzminimum betrachtet. Egal, ob sie arbeitslos, langzeitarbeitslos, erwerbsfähig oder nicht erwerbsfähig sind. Konkret sind das derzeit 416 Euro im Monat. Und das, liebe Kollegen, ist kein armutsvermeidendes Existenzminimum mehr, sondern es ist ein Existenzminimum, das für die Leistungsbezieher ein Leben in Armut bedeutet. Zumal Sie selber den Regelbedarf künstlich kleingerechnet haben im Jahr 2011, als Sie die untersten 15% der Einkommensbezieher als Maßstab für die Berechnung genommen haben und nicht wie früher 20%. Würde man das korrigieren, das wissen Sie alle, liege der Leistungssatz heute bei 571 Euro und nicht bei 416 Euro. Großzügigerweise haben Sie allerdings in Ihrem Haushalt zum 1. Januar 2019 eine Anhebung um 8 Euro beschlossen. Das hat natürlich für die Leistungsbezieher keine entlastende Wirkung, sondern ist die Fortschreibung einer Geschichte, für die wir uns hier schämen sollten, nämlich der Geschichte von menschenunwürdiger Armut mitten in Deutschland. Die Zahl der Bezieher von Hartz-IV-Leistungen liegt seit 2011 fast konstant in der Nähe von 6 Millionen. Davon sind lediglich 1,5 Millionen Hartz-IV-Empfänger arbeitslos gemeldet. Das ist nur jeder Vierte. Die meisten Leistungsbezieher, nämlich 2,6 Millionen, sind nicht arbeitslos, aber erwerbsfähig. Und von den 2,6 Millionen sind 620.000 Erwerbstätige, die ihren Verdienst mit Hartz-IV-Leistung aufstocken müssen, also sogenannte arbeitende Arme.
weitere 658.000 Asylbewerber, die bisher Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen haben, nun in das Hartz-IV-System gewechselt sind und im Arbeitsmarkt erst einmal nur theoretisch zur Verfügung stehen. Insgesamt lag die Zahl der Hartz-IV-Empfänger aus Asylherkunftsländern Ende des ersten Quartals 2018 bei 978.000. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Million mittlerweile deutlich überschritten haben. Der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund, und zwar der ersten und zweiten Generation, ist in der Gruppe der erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger besonders hoch. Er lag bereits nach einer Erhebung der Bundesagentur für Arbeit im Dezember 2017 bei 56%. Die dritte große Gruppe der Hartz-IV-Bezieher sind die 1,7 Millionen nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, und das sind zu 97% Kinder. Kinder, die in Haushalten leben, in denen das Einkommen unter dem Regels liegt, ein Armutszeugnis, wie wir finden, für ein Land wie Deutschland. Minister Heil, bitte überdenken Sie auch noch einmal Ihr Projekt eines sozialen Arbeitsmarktes, wobei sich für mich natürlich auch die Frage stellt, ist der normale Arbeitsmarkt unsozial? Sie wollen für weitere 4.150.000 Langzeitarbeitslose 5 Jahre beschäftigen. Der Vorsitzende des Sachverständigenrates der Wirtschaftsweisen hat dazu gesagt, dass ein Ausbau eines sozialen Arbeitsmarktes für Langzeitarbeitslose nicht der richtige Weg ist, um das Ziel zu erreichen, Hartz-IV-Bezieher zu aktivieren. Alle und wirklich alle Programme, die Sie in den letzten Jahren durchgeführt haben, um Langzeitarbeitslose am Ende wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, sind am Ende gescheitert. Der Haushalt für den Einzelplan 11 stützt ein reformbedürftiges und im Kern nach wie vor unverändertes System durch Ausgaben in Milliardenhöhe, die nicht sinnvoll eingesetzt sind. Daher können wir Ihrem Haushaltsentwurf leider nicht zustimmen. Vielen Dank. Uwe Witt war das für die AfD-Fraktion. Und jetzt der zuständige Minister, Hubertus Heil. Er gehört der SPD an. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir reden heute eben nicht nur über den größten Einzeletat des Bundes mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, sondern im Kern reden wir über die Zukunft der Arbeit und die Zukunft des sozialen Zusammenhalts in diesem Land. Und im Gegensatz zu dem, was wir eben gehört haben, würde ich das gerne mal mit Blick auf die Lebensrealität vieler Menschen in Deutschland tun und Sie da an der einen oder anderen Stelle mit ein paar Begegnungen konfrontieren, die ich in der letzten Woche in der schönen Stadt Stuttgart hatte. Ich war in der vergangenen Woche in Stuttgart bei Beschäftigten der Bosch AG. Die Firma Bosch in Feuerbach ist ein Automobilzulieferer in überwiegend großem Maße. Ich habe mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dort gesprochen, die sich durchaus bei einem Stolz auf ihre Leistung ein bisschen Sorgen machen, wie es in ihrem Unternehmen weitergeht. Weil dieses Unternehmen als Zulieferer beispielsweise sich sehr stark in der Dieseltechnologie engagiert. Sie kennen alle die aktuelle Debatte. Und weil Digitalisierungsthemen in diesem Unternehmen eine große Rolle spielen. Die Beschäftigten in diesem Unternehmen verlangen von mir keinen höheren Regelsatz. Sie verlangen von mir auch kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern sie erwarten, dass wir sie in diesem technologischen Wandel vor Arbeitslosigkeit bewahren, bevor sie entsteht. Und deshalb, meine Damen und Herren, haben wir in der nächsten Woche mit der Verabschiedung des Qualifizierungschancengesetzes die Möglichkeit, Unternehmen und Beschäftigte im Strukturwandel, bei denen Weiterbildung und Qualifizierung notwendig ist, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute auch die Arbeit von morgen machen können, tatsächlich zu unterstützen. Das ist eine präventive, eine vorsorgende Arbeitsmarktpolitik, die eben Arbeitslosigkeit verhindert, bevor sie entsteht. Und das ist die erste und wichtigste Botschaft. Am selben Tag nach dem Besuch bei Bosch war ich in einem Sozialkaufhaus in Stuttgart. Auch in Stuttgart, einer prosperierenden Region, gibt es langzeitarbeitslose Menschen, die seit vielen Jahren den Zugang in den Arbeitsmarkt nicht gefunden haben. Ich habe dort mit langzeitarbeitslosen Menschen mit sehr unterschiedlichen Lebensbiografien und Lebensschicksalen gesprochen. Eine alleinerziehende Frau, die mir deutlich gemacht hat, wie schwierig es in den letzten Jahren für sie war, nachdem die Ehe auseinandergegangen ist, wieder einen Zugang zur Arbeit zu finden.
einem Mann, der irgendwann mal obdachlos war, sich da rausgeholt hat und jetzt in diesem Sozialkaufhaus arbeitet. Und die Botschaft in dieser Phase, meine Damen und Herren, der deutschen Politik muss sein, sich nicht allein an schönen Zahlen am Arbeitsmarkt auszuruhen, sondern diese Menschen nicht zu vergessen. Und auch in diesem Bereich handeln wir als Koalition, indem wir eben in der vergangenen Woche diesen sozialen Arbeitsmarkt auf den Weg gebracht haben. Und im Gegensatz zu meinem Vorredner sollte man sich mal mit den Leuten unterhalten, die die Chance haben, über diese Möglichkeit eine würdige Perspektive auf sozialversicherungspflichtige Arbeit wiederzubekommen. Wir reden und quatschen darüber, aber haben keine Ahnung, was der soziale Arbeitsmarkt wirklich für Menschen bedeutet. Ein paar Tage später, der Zufall wollte es, war ich wieder in Stuttgart. Ich war eingeladen von Betriebsräten der Deutschen Post AG, DHL, 800 Betriebsräte aus ganz Deutschland, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem sehr erfolgreichen Unternehmen, die aber auch spüren, dass der Wandel der Arbeitsgesellschaft der Wandel der Arbeitsbedingungen ist. Und wir wissen, dass gerade bei Logistik im Bereich von Bringdiensten, von Paketbringdiensten, um es konkret zu sagen, eine Konkurrenz mit zum Teil sehr schäbigen Arbeitsbedingungen herrscht. Da arbeiten Menschen sehr hart. Mein Ziel ist, dass diese Menschen nicht nur bessere Löhne bekommen, sondern vor allen Dingen anständige Arbeitsbedingungen. Das sind die fleißigen Menschen in diesem Land, und auch in diesem Bereich machen wir was. Wir werden zum Beispiel im kommenden Jahr dafür sorgen, dass viele dieser Beschäftigten, die oft sachgrundlos befristet sind, eine Perspektive bekommen in dauerhafter Beschäftigung. Ich will, dass wir die willkürliche Befristung in Deutschland endlich zurückdrängen. Und das wird diese Koalition im nächsten Jahr auch schultern, meine Damen und Herren. Warum erwähne ich diese drei Beispiele? Weil mir wichtig ist, an konkreten Beispielen darüber zu diskutieren, was ein moderner Sozialstaat in dieser sich verändernden Arbeitsgesellschaft zu leisten hat. Wir haben ja derzeit eine leidenschaftliche Debatte um die Grundsicherung. Und das ist auch gut so, denn es ist richtig, dass wir alle Jahre nach gucken, ob die Sicherungssysteme, die wir haben, zukunftsfähig, richtig sind und gut funktionieren. Und wenn wir uns die Grundsicherung angucken, da gibt es Licht und Schatten. Wir haben Erfolge in den letzten Jahren gehabt, gar keine Frage. Aber wir erleben auch, dass viele Menschen den Sozialstaat in dieser Form als zu bürokratisch, manchmal auch als obrigkeitsstaatlich erleben. Ich will diese Debatte führen, aber vor allen Dingen auf den Punkt führen, mit Blick auf die Lebensrealität der Menschen in diesem Lande und mit dem Blick auf das, was in dieser Gesellschaft, in dieser sozialen Gesellschaft und an diesem Arbeitsmarkt notwendig ist. Und deshalb will ich Ihnen, meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund des Bundeshaushaltes erläutern, was die Reihenfolge ist, wie wir diese Debatte führen werden. Ich habe es vorhin am Beispiel Bosch gesagt. Das Erste und Wichtigste ist, angesichts der guten Lage am Arbeitsmarkt und einer sich wandelnden Arbeitsgesellschaft, in der wir gleichzeitig digitalen Wandel und Fachkräftebedarf haben, dafür zu sorgen, dass wir in Beschäftigungsfähigkeit investieren. Und mit dem Qualifizierungschancengesetz gehen wir den ersten Schritt, die Bundesagentur für Arbeit weiterzuentwickeln zu einer Arbeitsversicherung. Arbeitslosigkeit zu verhindern, bevor sie entsteht, indem wir Unternehmen und Beschäftigte bei der Qualifizierung unterstützen und dafür sorgen, dass wir nicht erst das Kind aus dem Brunnen holen müssen, bevor es reingefallen ist, sondern dafür sorgen, dass Menschen in Arbeit bleiben können und auch sozial aufsteigen können in ihrer Beschäftigung. Das ist die erste Priorität. Die zweite ist auch darüber zu diskutieren, wie wir es hinkriegen, dass angesichts des Wandels und der durchaus vorhandenen Abstiegsängste vieler Beschäftigter in Deutschland wir die notwendigen sozialen Sicherungssysteme wieder enger knüpfen. Und da geht mein erster Blick nicht so sehr vor allem auf die Grundsicherung, sondern auf die Arbeitslosenversicherung in Deutschland. Wir werden in der nächsten Woche das Qualifizierungschancengesetz verabschieden. Da ist auch ein Element dabei, in dem wir dafür sorgen, dass das Sicherungssystem der Arbeitslosenversicherung ein Stück verlässlicher wird. Ein konkretes Beispiel sind die kurzzeitig Beschäftigten in Deutschland. Das sind Menschen, die immer in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, aber deren Anwartschaftszeiten und Rahmenfrist nicht so zusammenpasst, dass sie je Leistung rausbekommen, dass wir dort bei der Rahmenfrist die Arbeitslosenversicherung in Zeiten des Wandels für diese Beschäftigten ein bisschen enger knüpfen, ist ein Beitrag gegen Abstiegsängste in diesen Zeiten des Wandels, meine Damen und Herren. Ja, und dann reden wir auch über Reformen in der Grundsicherung und die Weiterentwicklung der Grundsicherung. Aber wir reden nicht nur, wir haben mit dem sozialen Arbeitsmarkt bereits mit der Weiterentwicklung des sozialen Arbeitsmarktes und der Grundsicherung begonnen. Im Gegensatz zu dem, was der Kollege vor mir gesagt hat, geht es nicht um irgendein Programm. Es geht mit dem sozialen Arbeitsmarkt um Regelinstrumente im Sozialgesetzbuch 2. Es geht um dauerhafte und strukturelle Veränderungen, das haben wir gemeinsam geschafft. Wir werden aber auch darüber reden,
wie wir den Sozialstaat unbürokratischer organisieren können. Und ich sage das mit Blick auf das, was für Kinder und Jugendliche, die im SGB-II-Bezug in Hartz IV sind, notwendig ist. Mein Ziel ist es aber nicht nur, dafür zu sorgen, dass das als würdiger und bester Unterstützender empfunden wird. Wir werden mit Franziska Giffey, der Familienministerin, den Kinderzuschlag reformieren und auch das Schulbedarfspaket beispielsweise ausbauen. Das haben wir uns in der Koalition vorgenommen. Das hilft konkret. Aber mein Ziel ist es nicht, möglichst viele Menschen in der Grundsicherung zu verwalten, sondern wo immer es geht, Menschen aus der Grundsicherung herauszuholen, meine Damen und Herren. Und das ist der Unterschied zu dieser Debatte. Woran bemisst sich die Qualität eines modernen Sozialstaats? In erster Linie an der Frage, wie wir es schaffen, Menschen zu einem selbstbestimmten Leben zu befähigen, an der Teilhabe an Arbeit, weil Arbeit mehr ist als Broterwerb. Und bei all diesen Debatten habe ich von keinem Menschen, weder in Stuttgart bei Bosch, noch im Sozialkaufhaus, noch von den Beschäftigten übrigens der Post AG gehört, dass sie ein bedingungsloses Grundeinkommen wollen. Ich sage Ihnen, es gibt viele Menschen in diesem Land, die möglicherweise diese Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen aus Idealismus führen, weil sie das Gefühl haben, dieser Gesellschaft geht die Arbeit aus. Das ist nicht der Fall. Es wird andere Arbeit sein. Aber vor allen Dingen unterschätzen Menschen, die das vertreten, die Bedeutung von ordentlicher Erwerbsarbeit für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Für die meisten Menschen ist Arbeit mehr als Broterwerb, meine Damen und Herren. Diese Bundesregierung nimmt die Zukunft der Arbeit in Blick mit dem Blick auf die Lebensrealität der Beschäftigten in Deutschland. Und wir sorgen für soziale Zusammenhalt und soziale Sicherheit. Es gibt einige, die sagen, der Etat ist zu hoch, wir geben zu viel für Soziales aus. Und ich gebe zu, die Frage der Höhe eines Etats sagt noch nichts über die Qualität des Sozialstaats aus. Aber wer Investitionen in den sozialen Zusammenhalt als Kokolores diffamiert, der unterschätzt, dass wir eine soziale Marktwirtschaft und ein sozialer Rechtsstaat mit sozialen Bürgerrechten sind. Und genau für den arbeitet allerdings diese Bundesregierung. Und darauf bin ich stolz, meine Damen und Herren. Hubertus Heil, die Summe, auf die er am Ende eingegangen ist, beträgt 144 Milliarden, eine unvorstellbare Menge von Geld. Ein Großteil allerdings davon, rund 100 Milliarden, sind Zuschüsse zur Rentenkasse. Ja, er hat gesagt, es ginge hier um die Zukunft der Arbeit. In dieser Debatte hören wir Michael Theurer für die FDP-Fraktion. In den vergangenen Tagen habe ich viel mit Betriebsräten, insbesondere auch der Automobilindustrie und der energieintensiven Industrie gesprochen. Unter anderem in Bonn bei der Betriebsrätekonferenz. Kollegen waren ja auch mit dabei. Und Herr Minister Heil, ich kann Sie an der Stelle bestätigen, da ist die Sorge groß. Es ist zum Beispiel die Sorge groß, dass bei der Chemieindustrie die Energiekosten der entscheidende Standortfaktor sind und dass die Energiepolitik dieser Bundesregierung diese Firmen eher aus dem Land treibt, als dass sie hier am Standort gesichert werden. Wir sagen Innovation und günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen, vor allen Dingen auch für kleine und mittlere Unternehmen, schaffen Arbeit. Und was Arbeit schafft, ist sozial. Wir haben den Eindruck, dass die Bundesregierung hier an vielen Punkten die falschen Weichenstellungen stellt. Wir haben eine Eintrübung der Konjunktur. Wir haben zum ersten Mal im dritten Quartal eine Schrumpfung der Wirtschaftsleistung in Deutschland. Wir haben einen internationalen Standort- und Steuerwettbewerb. Deutschland hat die höchsten Steuern, hat mittlerweile die höchsten Unternehmenssteuern. Andere Länder wie Frankreich und wie die USA senken die Steuern. Wir haben den Eindruck, hier muss dringend etwas gemacht werden. Denn nur wenn wir wettbewerbsfähige Arbeitsplätze haben, in Zukunft können auch die Sozialleistungen finanziert werden, liebe Kollegen und Kollegen. Vor zwei Wochen hätte ich noch gesagt, das größte Haushaltsrisiko sind die stark ansteigenden Sozialausgaben, Zuschüsse, die durch den demografischen Wandel in die Rentenversicherung hinein müssen, auch deshalb, weil sie die Anspruchsberechtigten erweitern und weil sie auch die Anspruchsgrundlage ausweiten. Heute sage ich, das größte Haushaltsrisiko, meine Damen und Herren, sind die unsoliden, nicht gegenfinanzierten Vorschläge zur Grundsicherung von Andrea Nahles und von Robert Habeck. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Nahles von der SPD, Sie sollten doch stolz darauf sein, welche gigantischen Erfolge die Agenda-Reformen hier in Deutschland erreicht haben. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist um mehr als 5 Millionen Menschen gestiegen und die Langzeitarbeitslosigkeit hat sich mehr als halbiert. Das war der Startschuss, die Agenda-Reform, die wir als FDP über die Länder mitgetragen haben. Es war der Startschuss für den größten Wirtschaftsausschwung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nach dem Wirtschaftswunder. Eigentlich müssten Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD,
für Gerhard Schröder. Sie müssen ihn als Arbeiterpartei auf Händen tragen und für ihn ein Denkmal errichten. Sie werden verstehen, dass ich das an dieser Stelle nicht beantrage, meine Damen und Herren. Schon heute geben wir 1/3 der Wirtschaftsleistung für Sozialtransfers aus. Das ist nicht nichts. Normalverdiener ächzen unter der zweithöchsten Steuer- und Abgabenlast aller Industrieländer und Unternehmen über die bald höchste Steuerlast. Ich habe es ausgeführt. Und dann kommt Robert Habeck. Da bin ich mal gespannt, wie die Grünen das hier dann auch erklären und vor allen Dingen gegenfinanzieren wollen. 30 Milliarden Euro für eine Grundsicherung, die bedingungslos sein soll, aber doch bedarfsgeprüft, meine Damen und Herren. Das ist nicht der richtige Weg. Wir, die Freien Demokraten, sagen, ja, es gibt Schwächen bei der Grundsicherung, ja. Wir haben vor allen Dingen die hohen Abzüge für diejenigen, die in der Grundsicherung sind, aber eine Arbeit aufnehmen wollen. Weil da wird ja dann von jedem zuverdienten Euro 100% abgezogen, manchmal 90%. Das heißt, ich verdiene einen Euro, aber es bleiben bei mir nicht einmal 10 Cent in der Kasse, in der Tasche. Und das ist das Problem, das angegangen werden muss, aber nicht durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern durch ein liberales Bürgergeld, meine Damen und Herren. Und ja, wir lassen auch mit uns reden über die Frage des Schonvermögens. Wenn jemand über Jahrzehnte hinweg gearbeitet hat, einbezahlt hat in die Sozialkassen, sollte er am Ende nicht erst alles verlieren müssen, also praktisch in die Armut gestoßen werden, bevor die Solidargemeinschaft in Anspruch nehmen kann. Wer ein Leben lang gearbeitet hat, dem soll es auch besser gehen als demjenigen, der noch nie in die Solidargemeinschaft einbezahlt hat. Aber hören Sie bitte auf, von einem bedingungslosen Grundeinkommen oder anstrengungslosen Wohlstand zu träumen. Es bleibt weiter richtig, als Gesellschaft auch die Mitwirkungspflichten einzufordern, denn Solidarität ist keine Einbahnstraße. Es geht ja nicht um anonyme Staatsknete. Es geht darum, dass die Beitragszahler, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Steuerzahler einbezahlen, damit diejenigen, die nicht leisten können und einige wenige, die nicht wollen, unterstützt werden. Dazu gehört für uns auch die Frage, ob es zumutbar ist, dass jemand aus einem Gebiet mit hoher Arbeitslosigkeit wie in Duisburg oder auch in Teilen, anderen Teilen Deutschlands umzieht, in Bereiche, in denen Vollbeschäftigung herrscht, Fachkräftemangel herrscht, wie zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb. Wir glauben, das Prinzip fordern und fördern ist richtig. Es aufzugeben, täte niemandem einen Gefallen. Und wir glauben, Frau Nahles, dass Ihre Vorschläge vor allen Dingen dazu dienen, sich wie ein Reptil den Begriff Hartz IV abzustreifen durch eine Häutung. Das ist eine innerparteiliche Diskussion. Wir plädieren dafür für eine echte Reform der Grundsicherung, die leistungsgerecht ist. Das ist das liberale Bürgergeld, meine Damen und Herren. Michael Theurer war das für die FDP-Fraktion, deren stellvertretender Vorsitzender ist. Er hat gesprochen von unsoliden Vorschlägen zur Grundsicherung von den Grünen und von der SPD. Nach ihm jetzt Axel Fischer für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Der Haushalt 2019 im Bereich Arbeit und Soziales, den wir jetzt beraten, spiegelt deutlich die gute wirtschaftliche Lage wider und ist ein sehr ambitionierter und zukunftsorientierter Haushalt. Trotz sinkender Arbeitslosigkeit mussten wir im Regierungsentwurf geplanten Ausgaben nochmals um mehr als 1 Milliarde Euro erhöhen. Dies liegt auch an der sich langsam eintrübenden Zukunftsaussichten für unsere wirtschaftliche Entwicklung. Der Kollege Theurer sprach gerade schon davon. Denn im dritten Quartal dieses Jahres ist die wirtschaftliche Leistung im Land das erste Mal seit langer Zeit wieder gesunken. Das heißt, es wurde weniger erwirtschaftet als vorher, nicht mehr. Auch die demografische Entwicklung zeigt bereits deutliche Spuren im Haushalt. So sind Mehrausgaben in Höhe von 400 Millionen Euro unter anderem für die Erhöhung des Pflegebeiträges für Hartz IV-Bezieher vorgesehen. 800 Millionen Euro Mehrausgaben waren notwendig wegen der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten Kosten für Unterkunft und Heizung. Mehr als 1 Milliarde Euro Mehrausgaben, das sind mehr als 1.000 Millionen Euro höhere Ausgaben für Hartz IV und die Kosten für Unterkunft und Heizung. Eine Zahl, die unheimlich schwer greifbar ist. Und vielleicht wird es etwas plausibler, wenn man sich vorstellt, dass man mit diesem Geld den Bau von etwa 5.000 Doppelhaushälften finanzieren könnte. Das wäre ein familiengerechtes Zuhause für rund 20.000 Menschen. Aber all diese Ausgaben gehen zusätzlich in den Konsum und stehen somit nicht
für notwendige und wünschenswerte Zukunftsinvestitionen zur Verfügung. Unsere rückläufige Wirtschaftskraft hat aber bislang am Arbeitsmarkt noch keine Spuren hinterlassen. So haben wir derzeit die geringste Arbeitslosigkeit und den höchsten Beschäftigungsstand seit der Wiedervereinigung. Im September dieses Jahres waren mit knapp 33,1 Millionen Menschen sage und schreibe 715.000 Personen mehr sozialversicherungspflichtig beschäftigt als noch im Vorjahr. Gleichzeitig ist auch die Zahl der Hartz-IV-Leistungsberechtigten im Oktober im Vergleich zum vergangenen Jahr um mehr als 320.000 gesunken. Sie sehen, meine Damen und Herren, unser wirtschaftlicher Aufschwung ist auch bei den sozial Schwächeren angekommen und kommt ihnen zugute. Das ist Ergebnis erfolgreicher unionsgeführter Politik. So positiv die derzeitige Entwicklung ist, verschließen wir auch nicht die Augen vor deutlich sichtbaren zukünftigen Herausforderungen. Nicht nur zum Erhalt unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist angesichts der demografischen Entwicklung eine verbesserte Ausschöpfung des Arbeitspotenzials der hier lebenden Menschen dringend notwendig. Und genau deshalb erhöhen wir, wie übrigens im Koalitionsvertrag vorgesehen, die Leistungen für die Eingliederung in Arbeit erheblich. Meine Damen und Herren, das heute vorhandene Arbeitskräftepotenzial im Land reicht jedoch nicht aus, um die Wirtschaftskraft zu erhalten, der wir unseren Wohlstand heute verdanken. Wir brauchen Zuwanderung, weil wir in vielen Bereichen nicht genügend Arbeitskräfte haben. Und mit einem Fachkräftezuwanderungsgesetz muss die legale Zuwanderung von beruflich Qualifizierten und Auszubildenden von außerhalb Europas in den Arbeitsmarkt erleichtert werden. Bislang kommen weniger als 10% unserer Zuwanderer über den offiziellen Weg als Erwerbstätige nach Deutschland. Das ist deutlich weniger als in klassischen Einwanderungsländern, was auch an der Komplexität unseres derzeitigen beruflichen Zuwanderungssystems liegt. Das neue Gesetz muss also die Voraussetzungen schaffen, gezielt Fachkräfte im außereuropäischen Ausland zu gewinnen. Es muss darüber hinaus eine nachhaltige Integration von Zuwanderern in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft gewährleisten. Und es muss Veränderungen am deutschen Arbeitsmarkt in beiden Richtungen zeitnah Rechnung tragen. Bezüglich des Fachkräftemangels ist es befremdlich, wenn sich der Vorstandschef der Asklepios-Kliniken öffentlich darüber beschwert, dass 500 vom Konzern selbst ausgebildete, der deutschen Sprache mächtige Pflegekräfte aus den Philippinen nicht mal einreisen dürfen, weil die Botschaft in Manila überlastet sei und so keine Visa erteilen könnte. Meine Damen und Herren, da sucht ein Mitglied unserer Bundesregierung, Minister Jens Spahn, händeringend Pflegekräfte. Die Wirtschaft bildet diese auf eigene Kosten aus. Und ein anderes Mitglied dieser Bundesregierung, der SPD-Bundesaußenminister, erschwert deren Zuwanderung. Herr Kollege Fischer, die Kollegin Andrea würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Sie darf gerne noch eine Erklärung abgeben. Nein, das entscheidet der Präsident. Okay, ich lasse keine. Sie lassen keine Zwischenfrage zu. Und ich denke, meine Damen und Herren, da muss die Bundesregierung eindeutig besser werden. Vielleicht könnte eine Art zentralisierte Clearingstelle zu einer Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens beitragen. Und natürlich müssen wir die heute schon hier lebenden Zuwanderer möglichst gut und zügig in den Arbeitsmarkt integrieren. Ich begrüße daher ausdrücklich, dass wir im Bundeshaushalt die Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen und die berufsbezogene Deutschsprachförderung sachgerecht fördern. Wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, dann liegen erhebliche Herausforderungen im Bereich der Ausbildung der Migrationskinder. Es ist doch bezeichnend, wenn die UNESCO in dieser Woche, mehr als 3 Jahre nach dem beherzten Wir schaffen das, unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel feststellt, dass in Deutschland 42.000 Lehrer für Flüchtlingskinder fehlen und fehlenden Sprachunterricht sowie damit einhergehende Integrationsprobleme bemängelt. Hier sind insbesondere die Bundesländer gefragt. Warum? Und inwieweit sie Verpflichtungen nicht nachkommen und dies trotz sprudelnder Steuerquellen. Geld wäre jedenfalls auch bei den Ländern mehr als genug vorhanden. Meine Damen und Herren, wir haben zudem zusätzliche Schritte geschaffen, um den Betrug mit Hartz-IV-Mitteln einzudämmen.
Nach Daten der Bundesagentur entstehen dadurch durch bandenmäßigen Leistungsmissbrauch Schäden in Höhe von rund 50 Millionen Euro. Und ich begrüße von daher eine Initiative aus der Berliner CDU zur besseren Bekämpfung der Clankriminalität. Wir müssen datenschutzrechtliche Regelungen im Sozialgesetzbuch dahingegen anpassen, dass Datenschutz nicht zum Täterschutz für Betrüger wird. Ein systematischer Datenabgleich durch die Sozialleistungsträger könnte da helfen. Denn, meine Damen und Herren, es wäre fatal, wenn sich bei unseren Leistungserbringern der Eindruck festsetzt, auf der Aufgabenseite würde geltendes Recht Betrügern dauerhaft Tür und Tor öffnen und ihr hart verdientes Steuergeld verjubeln. Die gesellschaftliche Akzeptanz unseres Sozialstaats dürfen wir nicht ohne Not weiter in Gefahr bringen. Und das betrifft im Übrigen in hohem Maße auch die Gefährdung der Akzeptanz unseres Sozialstaats durch eine der Bevölkerung als übermäßig empfundene Zuwanderung. Denn diese führt bereits heute nicht nur zu politischer, sondern auch zu sozialer Destabilisierung und senkt die Bereitschaft der Leistungserbringer, für den Sozialstaat zu zahlen. Meine Damen und Herren, die Zahlungen an die Rentenversicherungen stellen mit rund 100 Milliarden Euro den größten Block im Bundeshaushalt 2019 dar. Diese Mittel zur Sicherung und Steigerung des Lebensstandards unserer Senioren machen knapp 30% der Ausgaben des Bundes aus. Wenn wir diese Summe erfahrbar machen wollen und einmal auf Wohnraum umrechnen, dann ließen sich mit diesen 100 Milliarden Euro etwa 450.000 Doppelhaushälften für 1,8 Millionen Menschen finanzieren. Das entspräche dem Bau einer Gartenstadt mit der Einwohnerzahl Hamburgs. Und das nicht nur einmalig, sondern in jedem Jahr. Das macht es vielleicht anschaulicher, was die Steuerzahler in Deutschland derzeit für das Wohl der älteren Generation aufbringen. Zukünftige Herausforderungen zeigen sich deutlich ab. Der Bundesrechnungshof verweist auf überproportionale Aufgabensteigerungen und bestehende Tragfähigkeitsrisiken, die mittelfristig durch Mütterrente und Rente mit 63 befördert werden. Langfristig, nach 2025, seien erhebliche Zusatzbelastungen und Risiken für den Bundeshaushalt zu erwarten, wenn die jüngst beschlossene doppelte Haltelinie übers Jahr 2025 hinaus fortgesetzt wird. Gespannt erwarten wir daher die Ergebnisse der von der Bundesregierung eingesetzten Kommission verlässlicher Generationenvertrag. Meine Damen und Herren, abschließend bleibt mir Ihnen allen sehr herzlich für eine gute Zusammenarbeit zu danken, besonders dem Kollegen Michael Groß der SPD-Fraktion, aber auch der Hauptberichterstatterin Ekin Yeliköz, allen anderen Mitberichterstattern und den zuständigen Arbeitsgruppen, dem Ministerium und allen nachgeordneten Behörden. Herzlichen Dank. Axel Fischer war das für die Unionsfraktion. Der Aufschwung, hat er gesagt, ist auch bei den sozial Schwächeren angekommen. Ja, meine Damen und Herren, jetzt Kerstin Andrea, Bündnis 90 Die Grünen, mit einer Kurzintervention, die eben mit ihrer Frage nicht zugelassen wurde. Erstmal bin ich froh, dass die Union mit dem Einwanderungsgesetz da tatsächlich auch einen langen Weg und damit einen Schritt gegangen ist. Aber dieses Fachkräftezuwanderungsgesetz soll ja dazu dienen, dass Fachkräfte aus dem außereuropäischen Ausland in die Bundesrepublik Deutschland kommen. Jetzt haben wir eine lange Erfahrung damit, dass die Anerkennung der Berufsabschlüsse ein ganz großes Problem ist und ein Hindernis für genau dieses Momentum. Warum machen Sie jetzt in diesem neuen Gesetz die Gleichstellung der Qualifikation als quasi Kriterium für die Frage, ob jemand vom außereuropäischen Ausland nach Deutschland als Fachkraft kommen kann? Damit machen Sie genau den gleichen Fehler. Erklären Sie mir mal, wie jemand aus dem Senegal mit einem Meisterbrief im Handwerk, das wäre Gleichstellung der Qualifikation, in die Bundesrepublik Deutschland kommen kann. Warum legen Sie die Frage, ob diese Person die Tätigkeit erfüllen kann, nicht in die Hände der Arbeitgeber? Die können doch souverän entscheiden, ob die Person in der Lage ist, dieses zu tun. Warum soll die Ausländerbehörde dieses entscheiden? Sie machen den gleichen Fehler wieder. Erklären Sie mir das bitte. Kerstin Andrea, und die Kritik ist ja schon bekannt am geplanten Zuwanderungsgesetz, die Gleichstellung der Qualifikation. Jetzt die Antwort von Axel Fischer. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich kann nur feststellen, die Bundesregierung ist wieder deutlich schneller als die Grünen, denn diese Möglichkeit gibt es bereits. Herzlichen Dank. Das war kurz die Antwort von Axel Fischer. Jetzt geht es weiter in der Debatte. Gesine Lötsch, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, hat jetzt das Wort.
Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ja wiederholt schon auf die Größe des Einzelplanes verwiesen worden. Und ich finde immer wichtig, dass man die Zahlen ein bisschen auseinander nimmt. 100 Milliarden knapp gehen in die gesetzliche Rentenversicherung. Das ist gut und richtig. Und wir müssen alles tun, um die gesetzliche Rente zu stärken. Die Fraktion Die Linke hat dafür gute Konzepte. Und ich hoffe, diese können wir bald gemeinsam umsetzen, meine Damen und Herren. Wenn wir aber diese 100 Milliarden abziehen, sehen wir, wie viel wirklich für Arbeit und Soziales übrig bleibt, 47,2 Milliarden Euro. Und da möchte ich Ihnen eine Vergleichszahl geben. Für die Bundeswehr geben wir nach den NATO-Kriterien 47,1 Milliarden Euro aus. Und ich finde, das ist ein grobes Missverhältnis. Wir brauchen mehr Geld für Arbeit und Soziales und weniger Geld für Waffen und Kriege, meine Damen und Herren. Wir werden in den nächsten Jahren mehr Geld für gute Arbeit brauchen. Alle sprechen über die Digitalisierung, und wir wissen doch, dass die Digitalisierung die Arbeitswelt revolutionieren wird. Das heißt, viele Menschen werden ihren Beruf aufgeben und neue Berufe erlernen müssen. Wir müssen also viel Geld in die Fortbildung von Menschen stecken, und das scheint mir wichtiger, als neue Waffen zu kaufen, meine Damen und Herren. Und wir brauchen auch mehr Geld für Langzeitarbeitslose. Es ist gut, dass die Koalition unseren Vorschlag für einen öffentlichen Beschäftigungssektor aufgegriffen hat. Sie nennen es nur anders, Sie nennen es soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt. Das Problem aber ist, dass Sie für dieses Programm viel zu wenig Geld eingestellt haben. Da müsste deutlich nachgelegt werden. Sie wollen 150.000 Stellen schaffen, aber die Rahmenbedingungen sind viel zu restriktiv. Selbst der Chef der Bundesagentur für Arbeit hat große Zweifel angemeldet, ob dieses Programm umsetzbar ist. Und ich finde, diese Zweifel sollten Sie ernst nehmen, meine Damen und Herren. Allein die Voraussetzung, 7 Jahre arbeitslos gewesen zu sein, um an dem Programm teilzunehmen, schränkt doch den Teilnehmerkreis arg stark ein. Meine Damen und Herren, die Kanzlerin hat in ihrer Regierungserklärung oder in der sogenannten Generaldebatte sehr stolz darauf verwiesen, wie viele Menschen in unserem Land beschäftigt sind. Aber sie hat nichts gesagt dazu, dass viele Menschen unter prekären Bedingungen arbeiten müssen. Sie hat die Lebenswirklichkeit, Herr Heil, in unserem Land eben nicht richtig dargestellt. Ich finde, wir können nicht zulassen, dass Menschen sich durch den Tag schleppen mit mehreren Jobs und ihr Leben nicht fristen können. Das muss dringend geändert werden. Und es ist gut, dass nach vielen Jahren endlich ein Mindestlohn in Deutschland durchgesetzt wurde. Aber dieser Mindestlohn ist viel zu niedrig. Wir sagen, wir brauchen mindestens 12 Euro Mindestlohn. Das muss endlich angegangen werden. Ich kann Ihnen das auch ein bisschen vorrechnen. Mit dem jetzigen Mindestlohn können viele Leute ihre Miete gar nicht zahlen. In Köln müsste der Mindestlohn 11,20 Euro betragen, damit die Menschen nicht mit Hartz IV aufstocken müssten. In München wären es sogar 12,77 Euro. Und hinzu kommt ja erschwerend, dass es viele Arbeitgeber gibt, die beim Mindestlohn tricksen. Da wird alles Mögliche reingerechnet, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Es werden unbezahlte Überstunden abverlangt. Und mit dieser Trickserei muss endlich Schluss sein. Und dafür brauchen wir eine effektive Kontrolle des Mindestlohngesetzes. Und es ist wirklich schlimm, dass immer noch da Stellen fehlen, die Stellen zur Kontrolle des Mindestlohnes nicht besetzt sind. Und wenn kontrolliert wird, dann nicht bei denen, die wirklich abzocken, sondern eher bei Kleinen. Und ich finde, hier haben wir alle eine Verantwortung, meine Damen und Herren. Nun haben ja Grüne und SPD erkannt, dass Hartz IV unsere Gesellschaft gespalten hat. Es gibt so viel Armut in unserer reichen Gesellschaft, und das ist eindeutig eine Folge der Agenda 2010. Und ich finde, wenn man darüber diskutiert, muss man das ernst nehmen. Man muss grundsätzliche Dinge ändern und nicht nur über Hartz IV sprechen, sondern endlich auch über eine gerechte Steuerreform. Alle Steuerreformen seit 1998 haben das reichste Hundertstel in unserer Gesellschaft noch reicher gemacht. Das ärmste Zehntel wurde durch die Steuerreformen nicht entlastet, sondern belastet. Und diese Belastung machte bei den Armen 5,4% des Bruttoinlandsproduktes aus und die Reichermachung bei den Reichen 4,8% des Bruttoinlandsproduktes. Es wird also nur Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft geben, wenn wir endlich die Vermögen gerecht besteuern. Dafür kämpfen wir. Die Linke steht für eine gerechte und soziale Gesellschaft. Vielen Dank. Gesine Lötsch für die Linksfraktion war das.
Hartz IV verändern und auch eine gerechtere Steuerreform hat sie hier verlangt, nach ihr jetzt. Ekin Deligöz, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, lassen Sie mich erst mal mit einem Dankeschön anfangen, weil wir reden hier ja über den größten Etat und auch über die intensivsten Berichterstattergespräche. Wir haben zwei ganze Tage getagt als Berichterstatter, bis wir einmal durch den Etat durch waren. An dieser Stelle Dankeschön an alle Mitberichterstatter und die Tatsache, dass wir am Ende viele Veränderungen im Einvernehmen als Berichterstatter gemeinsam beschlossen haben, ist ein Hinweis auch darauf, dass Haushalt erstens in Königsdisziplin sein kann und zweitens, dass Zusammenarbeiten an der Stelle auch sehr gut funktioniert. Danke dafür. Das Gute ist ja, dass Sie tatsächlich auch ein paar Ideen von uns übernommen haben, auch von der Opposition. Ja? Also endlich ist mal Bewegung gekommen in diese Stagnation bei den Jobcentern. Das ist gut. Und da will ich zwei Punkte rausstechen. Erstens, Sie bewegen sich im Bereich sozialer Arbeitsmarkt. Das war ja von uns lange gefordert. Wir hatten ja Jahr für Jahr Anträge dazu. Jetzt passiert da was. Das ist gut. Es ist ein bisschen gedämpft, weil Sie das Ganze sozusagen mit einem datierten Ende verzeichnet haben. Besser wäre es gewesen, sich mal darauf einzulassen und tatsächlich das mal losmarschieren zu können. Aber wir werden ja sehen, wie das dann am Ende aussieht. Und an dieser Stelle die Forderung, Herr Minister, machen Sie bitte alle Entwicklungsschritte transparent. Wir werden an der einen oder anderen Stelle noch an den Schrauben drehen müssen, vielleicht anpassen müssen. Und dazu sollten wir auch eine Gelegenheit haben, tatsächlich auch drüber hier in diesem Bundestag zu diskutieren und Korrekturen dann auch vorzunehmen. Und das gilt auch für das Aktiv-Passiv-Transfer an der Stelle. Das Zweite ist, und das finde ich wichtig, Sie gehen endlich, endlich mal die chronische Unterfinanzierung der Jobcenter ein. Sie machen da ein kleines bisschen was. Ich habe das ja Jahr für Jahr wie eine kaputte Schallplatte hier immer wieder gefordert, dass da was passieren muss. Jetzt passiert da endlich mal was. Und ich bin mir übrigens ganz sicher, dass es richtig ist, weil der Jahresabschluss 2018 wird genau meine Aussage bestätigen. Wenn wir wollen, dass diese Jobcenter die Menschen auch fördern, müssen wir ihnen Raum zum Atmen auch geben, dass sie auf die Menschen auch eingehen können, dass sie Zeit haben für eine gute Beratung und nicht nur eben drangsalieren, sanktionieren und fordern, sondern fördern muss im Vordergrund stehen. Und deshalb brauchen wir dort diesen Raum zu atmen. Und an der Stelle ein Wort zur FDP. Ich kann es einfach nicht lassen an der Stelle. Sie haben jetzt Mittelerhöhung für Bundesteilhabegesetz gefordert. Finde ich super. Wir haben ja den Antrag eingebracht. Sie haben zugestimmt. Jetzt machen Sie einen eigenen Antrag. Umso besser. Doppelt hält's. Vielleicht ist überzeugender. Und da stimmen wir dann auch zu und so weiter. Aber bei den Eingliederungstiteln, und das gehört halt auch dazu, wollen Sie eigentlich eine Kürzung. Was bedeutet das denn? Das heißt, entweder Sie vertrauen einfach den neuen Instrumenten nicht und gehen von vornherein schon davon aus, sie werden schon schief gehen, dann kann man das Geld gleich kürzen, aber kann man das wollen? Kann man wirklich wollen, dass eine Sozialmaßnahme schief geht? Was sagt das dann über die Gesinnung aus? Oder aber Sie denken irgendwie, dass jedes Geld für das Sozial ausgegeben für den Bereich Soziales falsch ausgegebenes Geld ist, und das wäre ehrlich gesagt noch schlimmer. In diesem Sinne denke ich mir manchmal, liberal heißt aber auch eben Chancen schaffen. Und ein aktivierender Sozialstaat muss ein Bestandteil dessen sein. Und von daher finde ich das richtig und wichtig, dass wir manche Debatten jetzt auch führen, auch wenn sie uns herausfordern. Und dazu gehört es auch, wie entwickeln wir dieses System weiter. Da, wir müssen geradezu diese Debatten führen, auch wenn sie schmerzhaft sind. Sie werden uns am Ende gemeinsam voranbringen. In diesem Sinne finde ich auch einen Vorstoß von Robert Habeck gut, endlich mal inhaltlich zu diskutieren und nicht nur uns mit uns selbst zu beschäftigen. Zwei letzte Punkte noch. Herr Kollege, genau das müssen wir ja besprechen. Das ist unser Job als Abgeordnete, uns Gedanken zu machen, wie wir alles besser machen können und nicht stillzustehen. Fortschritt heißt eben nicht weiter so. Und zum Fortschritt gehört auch mal, sie Debatten zu wagen und sie auch zu führen. Ich weiß gar nicht, warum Sie ein Problem damit haben. Kommen wir aber zu dem letzten Punkt. Kinderarmut wird mein Kollege nachher noch viel dazu führen. Rentenpakt. Sie tun ja so, als ob Sie irgendwie die Rentenfrage mit Ihrer Mütterrente 1 und 2 und der doppelten Halterlinie gelöst haben. Haben Sie nicht. Nein, Sie bedienen sich der Demografiereserve. Und am Ende Ihrer doppelten Halterlinie fangen die eigentlichen Probleme doch erst an. Und darauf haben Sie gar keine Antworten. Und ich kann immer wieder und immer wieder sagen,
Und irgendwie ist das wirklich seltsam, dass da nichts kommt. Wann kommt endlich Ihr Vorschlag zur Grundrente? Das Kind hieß schon mal anders und zurzeit sind wir bei Grundrente. Das Einzige, was kontinuierlich ist, wir warten und warten und warten auf Ihren Vorschlag und es kommt und kommt und kommt nichts. Da kann ich nur sagen, die Grünen haben da einen hervorragenden Vorschlag mit der Garantierente. Wir stellen es Ihnen gern zur Verfügung. Das Wichtigste ist, machen Sie endlich was. Fortschritt heißt eben nicht eine Politik des Weiter-so, sondern auch die Dinge zu verändern. Haben Sie den Mut, nicht nur darüber zu reden, die Dinge, sondern die Dinge richtig anzupacken, und zwar so, dass sie auch bei den Menschen ankommen. Vielen Dank. Ekin Deligöz war das, Bündnis 90 Die Grünen. Man müsse diese Debatten wagen und auch führen, sagte sie, zur Zukunft der Grundsicherung. Weiter geht es jetzt mit Michael Gross für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Kritik an dem Haushalt, Bundeshaushalt, war ja relativ gering bisher im Gegensatz zu dem ersten Haushalt in diesem Jahr. Das zeigt ja, dass die Koalition sehr viel richtig gemacht hat auf dem Weg hierhin. Ich muss Ihnen sagen, jeder Cent der 40,8% des Bundeshaushalts, den wir in Inklusion, in Integration, in soziale Teilhabe, in identitätsstiftende Arbeit stecken, ist gerechtfertigt und richtig. Und deswegen sind wir auf dem richtigen Weg als Sozialdemokraten und in der Koalition. Hubertus Heil hat gesagt, er kommt viel rum in Deutschland. Er war in Stuttgart, der Minister. Zweimal. Er ist aber auch im Ruhrgebiet viel unterwegs. Und die 38 Milliarden Euro für den Arbeitsmarkt setzen wir richtig ein. Und insbesondere die 10 Milliarden Euro, die wir inzwischen für die Verwaltungskosten und für die Eingliederungstitel aufwenden, sind richtig angelegt. Wir investieren in Arbeit oder wir investieren in Menschen, die Arbeit suchen. Und insbesondere der soziale Arbeitsmarkt ist bei mir in der Region, in der 60% der gemeldeten Arbeitslosen Langzeitarbeitslose sind, das richtige Instrument. Und ich kann Ihnen eben nur berichten aus Treffen mit Trägern, aus dem Treffen mit dem örtlichen Jobcenter, dass dort eben gesagt wird, die 4 Milliarden und der Passiv-Aktiv-Tausch ermöglichen uns im nächsten Jahr, im ersten Schritt, 700 bis 900 Menschen zusätzlich in reguläre Arbeit zu bringen, in Arbeit, die sozialversicherungspflichtig ist, in Arbeit, die mit Tariflohn bezahlt wird. Und das zeigt, dass wir hier Menschen integrieren in den Arbeitsmarkt, dass Menschen wieder das Leben selbst bestimmen können, dass Kinder erleben, dass es sich lohnt, arbeiten zu gehen und am Ende des Monats auch wissen zu können, ich kann mir etwas leisten. Und diese Kinder profitieren auch davon, dass sie am Leben teilhaben können, dass sie ins Kino gehen können und dass sie Nachhilfeunterricht oder Förderunterricht bekommen und in Urlaub fahren können. Das ist der richtige Weg, sehr geehrte Damen und Herren. Und vor allen Dingen muss ich hier noch mal widersprechen. Die Jobcenter sind sehr zufrieden mit dem Instrument, weil sie vor Ort entscheiden können, was die richtigen Maßnahmen sind. Die 4 Milliarden Euro sind noch zusätzlich etatisiert, um den Spielraum zu erhöhen. Und vor Ort kann entschieden werden, was sind die richtigen Maßnahmen, was ist das richtige Regelinstrument, wer ist der richtige Arbeitgeber, wie kann ich unterstützen. Und damit zeigen wir doch, dass wir für die Menschen das Richtige tun. Ich will noch mal auf einen Punkt eingehen, den der Minister auch vorgestellt hat. Das ist das ganze Thema Weiterbildung, Qualifizierung. Wir hatten in der letzten Woche ein Treffen der Betriebsräte im Kreis Recklinghausen. Das macht vielen Angst. Dass viele sagen, ich befürchte, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere. Ich weiß auch nicht, was auf mich zukommt. Es gibt auch viele Menschen, die sich fragen, was passiert mit der Mitbestimmung? Was passiert mit meinen Daten? Und deswegen ist es doch geradezu richtig, dass Hubertus Heil
jetzt viele Dinge angepackt hat, die nationale Weiterbildungsstrategie weiterverfolgt, dass wir die Denkfabrik eingerichtet haben, dass wir uns auf den Weg machen, genau zu betrachten, was passiert eigentlich an dem Arbeitsplatz. Wie bringen wir künstliche Intelligenz und Menschen zusammen und sorgen auch dafür, dass jemand übermorgen noch den Arbeitsplatz hat? Und dafür haben wir Geld etatisiert und das ist gut angelegt. Danke auch an das Ministerium, dass diese innovativen Dinge sich jetzt auf den Weg machen. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, dass Sie das natürlich auch in der Presse lesen konnten. Klar, die Hartz-IV-Diskussion wird bei uns geführt. Sie wird auch bei uns geführt, weil natürlich wir auch in der SPD kritisch inzwischen mit einer Hartz-IV-Agenda umgehen. Aber letztendlich ist es doch richtig, was Andrea Nahles sagt. Vor 15 Jahren war es ein vielleicht richtiges Instrument. Aber wir müssen auf der Höhe der Zeit sein und heute die richtigen Antworten finden. Und das Bürgergeld oder wie es auch dann letztendlich aussieht, kann dann dazu führen, dass die Menschen ein anderes Verhältnis zu denjenigen bekommen, die auf der anderen Seite des Tisches sitzen und letztendlich Arbeit vermissen müssen und fördern und fordern sollen. Und darum ist es richtig, diese Diskussion zu führen. Ein letzter Punkt. Gerade im ersten Beitrag des Kollegen war wieder die Rede von den Menschen, die zu uns kommen, weil sie aus unterschiedlichen Gründen aus ihren Herkunftsländern flüchten müssen. Nehmen Sie doch mal bitte zur Kenntnis, dass inzwischen 280.000 Menschen, die aus den Hauptherkunftsländern als Flüchtlinge kommen, inzwischen bei uns sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Und dann davon zu reden, dass sie nicht integrationswillig sind, ist wirklich das Letzte. Herzlichen Dank. Michael Groß war das für die SPD-Fraktion am Ende mit ein paar Sätzen in Richtung der AfD, wo er gesagt hat, wie viele der zugezogenen Menschen hier bereits sozialversicherungspflichtig arbeiten. Weiter geht es mit Ulrike Schiefke-Ziesing für die AfD-Fraktion. Ulrike Schiefke-Ziesing, Entschuldigung. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Bürger. Heute besprechen wir zum zweiten Mal für den Bundeshaushalt 2019 den Einzelplan Arbeit und Soziales hier im Plenum. Seit der ersten Lesung hat sich leider nicht viel verändert und unsere konstruktiven Vorschläge für eine effiziente Mittelverwendung wurden während der Haushaltsverhandlungen leider auch nicht beachtet. Stur bleibt der Minister Heil der Linie treu und bürdet der gesetzlichen Rentenversicherung weitere versicherungsfremde Leistungen auf. Welche Folgen es hat, wenn die gesetzliche Rentenversicherung durch Reformen belastet wird, konnte man Anfang des Monats im Schuldner Atlas der Kreditreform nachlesen. Der Schuldner Atlas für das Jahr 2018 zeigt eine verheerende Entwicklung in Deutschland auf. Während die Zahl jüngerer Personen mit massiven Finanzproblemen in den letzten 12 Monaten erfreulicherweise deutlich gesunken ist, steigen bei den über 60-Jährigen die Zahlen massiv an. Ein Grund dafür ist das immer niedriger werdende Rentenniveau. In meinem Bundesland, in Mecklenburg-Vorpommern, sind beispielsweise bei Männern die durchschnittlichen Altersrenten bei Rentenbeginn im Zeitraum von 1992 bis 2016 von rund 1.420 auf 985 Euro gefallen. Eindeutiger kann das sozialpolitische Versagen der Sozialdemokraten in Zahlen nicht ausgedrückt werden. Schuld sind hier vor allem die Reformen der gesetzlichen Rentenversicherung im Jahr 2001, die unter der Regierung der SPD und der Grünen einen Paradigmenwechsel bei der gesetzlichen Rentenversicherung einleiteten. Damals wurde das Rentenziel der Lebensstandardsicherung und Armutsvermeidung dem neuen Ziel der hehren Beitragsstabilität geopfert. Die hohe Zahl an armen Rentnern hat eine weitere Ursache, die Reformen am Arbeitsmarkt. Die Armut begünstigen, indem sie für mehr Niedriglöhner, mehr Leiharbeit, mehr Teilzeitbeschäftigung sorgen. Das alles zeigt sich an der Höhe der neu bewilligten Renten. Hinzu kommt noch die angespannte Mietsituation in Ballungsgebieten. Mittlerweile müssen fast 50% des Einkommens für Miete aufgewendet werden. Und dadurch bleibt den Rentnern fast nichts zum Leben übrig. Nun reiht sich Herr Minister Heil mit seinem Rentenversicherungs-, Leistungsverbesserungs- und Stabilisierungsgesetz, das er in der letzten Parlamentswoche auf den Weg gebracht hat, in die Reihe erfolgloser SPD-Reformer nahtlos ein. Mit Ihrem Gesetz lösen Sie keine Probleme, Herr Minister Heil. Sie zementieren diese lediglich bis 2025.
Mit Ihren Maßnahmen im Rentenpaket belasten Sie die gesetzliche Rentenversicherung und damit verhindern Sie einen möglichen Anstieg des Rentenniveaus. Wenn die Rentenversicherung weniger Mittel zur Verfügung hat, weil sie die neuen Maßnahmen mit Beiträgen finanzieren muss, dann kann sie auch nicht mehr Mittel an die Rentner ausschütten. Im Haushaltsjahr 2019 werden wir über 144 Milliarden Euro für die Arbeits- und Sozialpolitik in Deutschland ausgeben. Ein Umdenken bezüglich der anstehenden Maßnahmen ist nötig und in dieser wirtschaftlich guten Lage auch möglich. Mit unseren Änderungsanträgen während der Haushaltsverhandlungen haben wir ein Einsparpotenzial von über 5,2 Milliarden Euro aufgezeigt. Damit könnten Sie, Herr Minister Heil, zum Beispiel die Mütterrente II als versicherungsfremde Leistung aus Steuern finanzieren oder den bedürftigen Rentnern das verfügbare Nettorenteneinkommen erhöhen, damit sie nicht mehr in Mülltonnen nach Flaschen suchen und sich die Lebensmittel von den Tafeln holen müssen. Die finanziellen Mittel sind da. Es fehlt Ihnen allein am Willen, den Rentnern in Deutschland zu helfen. Bei der Rentenversicherung weigern Sie sich, Herr Minister Heil, die neuen versicherungsfremden Leistungen aus Steuermitteln zu bezahlen. Auf der anderen Seite schütten Sie Steuermittel mit dem Füllhorn aus, obwohl klar ist, dass diese geplanten Mittel nie in dieser Höhe abfließen werden. Hier spreche ich die Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen und die berufsbezogene Deutschsprachenförderung durch das BAMF an. 2017 wurden Ausgabereste angehäuft, 2018 ebenso. Der voraussichtliche Überschuss in diesen beiden Positionen wird Ende 2018 rund 500 Millionen Euro betragen. Trotz dieser erwiesenen Fehlplanung der vergangenen Jahre werden weiterhin fast die gleich hohen Beträge für 2019 angesetzt. Die Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen mit rund 59 Millionen Euro und die berufsbezogene Deutschsprachenförderung mit 470 Millionen. Nehmen Sie hier endlich die Hinweise des Bundesrechnungshofes ernst und planen Sie nicht am Bedarf vorbei. Warum horten Sie das Geld, das nicht abgerufen wird? Es ist eine utopische Wunschvorstellung, dass die Flüchtlinge, die seit 2015 in Deutschland sind, unsere Wirtschaft mit Fachkräften und unsere Rente mit Beiträgen retten werden. Ja, eine Zuwanderung von qualifizierten Menschen ist vorteilhaft für unsere Wirtschaft und damit auch im Umkehrschluss für unsere Sozialsysteme. Das trifft aber auf die große Mehrheit der bei uns teils zu Unrecht gebliebenen Flüchtlinge nicht zu. Der Bundesrechnungshof hat in seinem Bericht aufgezeigt, dass lediglich 44,9% der Verpflichtungsermächtigungen aus dem Einzelplan 11 im Jahr 2017 auch tatsächlich abgerufen werden. Eine genauere Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen würde der Haushaltswahrheit und der Haushaltsklarheit dienen. Und wenn wir schon bei der Wahrheit sind, dann machen Sie die Mütterrente II auch anrechnungsfrei bei der Grundsicherung im Alter, damit die bedürftigen Mütter auch wirklich etwas davon haben und die Erhöhung nicht komplett mit der Grundsicherung im Alter verrechnet wird. Das wäre eine aufrichtige und ehrliche Unterstützung unserer Rentnerinnen und nicht bloß, wie so oft bei Ihnen, ein Lippenbekenntnis. Herr Heil, dieser Rekordhaushalt hatte Ihnen eine Chance geboten, die verfehlte Politik der letzten Jahrzehnte wieder in eine richtige Richtung zu lenken und endlich wieder eine Politik für das eigene Volk zu machen. Sie haben diese Chance nicht genutzt. Vielen Dank. Ulrike Schielke-Ziesing war das für die AfD-Fraktion. Nach ihr jetzt Hermann Gröhe, CDU-CSU, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Herr Bundesminister, lieber Hubertus Heil, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Einzelplan des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ist mit 144,3 Milliarden Euro, es ist schon gesagt, der größte Einzeletat und er steigt gegenüber dem laufenden Jahr noch einmal um 6 Milliarden Euro. Dies zeigt, Deutschland ist ein starker, ein leistungsstarker und solidarischer Sozialstaat. Darauf können wir stolz sein, meine Damen und Herren. Klar ist dabei zugleich, dieser starke Sozialstaat lebt von der Wirtschaftskraft unseres Landes. Es geht also stets um eine kluge Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ein robuster, ein guter Arbeitsmarkt ist die entscheidende Grundlage für ein starkes soziales Sicherungsnetz. Ein unbezahlbares Wünsch dir was, dass die Wirtschaftskraft unseres Landes und den Arbeitsmarkt abwirkt, würde erst zum Schuldenstaat und dann zu einem immer schwächeren Sozialstaat führen. Und wenn wir wollen, dass die gute wirtschaftliche Lage unseres Landes, Rekordbeschäftigung, steigende Löhne und Renten
und gut gefüllte Sozialkassen immer mehr Menschen zugutekommt, dann muss es zunächst und zwingend darum gehen, das uns Mögliche zu tun, damit diese gute wirtschaftliche Entwicklung anhält. Das hat uns bei den Koalitionsverhandlungen geleitet und, das will ich ausdrücklich sagen, auch zu guten und fairen Kompromissen geführt, die wir jetzt auch in einem guten und fairen Miteinander umsetzen. Und deshalb ist es etwa gut, dass wir mit einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz eine wichtige Antwort auf den Fachkräftemangel als einer entscheidenden Wachstumsbremse in vielen Regionen unseres Landes eine Antwort geben und einen besseren, einen unbürokratischeren Zugang der dringend benötigten qualifizierten Fachkräfte auch von außerhalb Europas in unseren Arbeitsmarkt ermöglichen. Und deswegen ist es gut, dass wir etwa mit der Absenkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung Spielräume nutzen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Wirtschaft zu entlasten. Und deswegen ist es schließlich richtig, dass wir bei dem Bemühen, stets eine gute Balance zu finden zwischen den Bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Flexibilität bei der Gestaltung ihrer Arbeit und den Bedürfnissen der Wirtschaft, entsprechend nach Flexibilität eine gute Balance zu finden, den besonderen Belangen kleiner und mittelständischer Betriebe besonders Rechnung tragen, wie wir dies etwa beim Brückenteilzeitgesetz getan haben. Eine wichtige Antwort, denn unfreiwillige Teilzeitarbeit riskiert Altersarmut, und deswegen ist dieses Gesetz eine wichtige Antwort auch zum Schutz gerade von Frauen vor Altersarmut. Dieser Gedanke, gerade kleine und mittelständische Betriebe nicht zu überfordern, das will ich ausdrücklich sagen, wird uns auch beim notwendigen Abbau von befristeter Beschäftigung, zu dem wir uns ausdrücklich bekennen, leiten. Meine Damen, meine Herren, es geht darum, den Sozialstaat gezielt und mit Augenmaß weiterzuentwickeln. Das tun wir. Ich nenne beispielsweise das Rentenpaket noch einmal mit den Verbesserungen bei Erwerbsminderungsrente und Mütterrente, übrigens auch mit der Beitragssenkung für die Bezieher mittlerer Einkommen unter 1.300 Euro brutto, die ohne dass die Rentenanwartschaften sinken, bei den Beiträgen entlastet werden. Ein wichtiger Schritt, und weil hier wieder die Schlachten der Vergangenheit geschlagen worden sind, selbstverständlich ist es so, dass heute schon der Bundeszuschuss die Versicherungsfremdenleistung übersteigt. Hören Sie also auf, Schlachten der Vergangenheit zu schlagen, meine Damen und Herren. Und diesen Weg werden wir gezielt weiter fortsetzen, etwa wenn wir demnächst eine Altersvorsorgepflicht für Selbstständige angehen. Auch das ein wichtiger Schritt zur Vermeidung von Altersarmut. Und beim Qualifizierungschancengesetz, dem wir uns in Kürze zuwenden werden, geht es gezielt darum, Arbeitslosigkeit infolge von technologischem Strukturwandel erst gar nicht entstehen zu lassen, indem es erweiterte Weiterbildungsförderungsmöglichkeiten gibt, die Menschen Gewissheit geben, dass sie auch weiter mit ihrer Qualifikation eine gute Arbeit finden und dass sie nicht in Arbeitslosigkeit erst fallen. Und wir werden darauf achten, dass dieses Gesetz nicht zuletzt auch kleinen und mittleren Betrieben im Strukturwandel zugutekommt. Und schließlich ist der schon genannte Kraftakt des Teilhabechancengesetzes jetzt die Zeit zu nutzen, uns besonders Langzeitarbeitslosen zuzuwenden. Wobei ich ausdrücklich sage, in den letzten 10 Jahren ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen halbiert worden. Also haben auch diese Menschen vermehrt Chancen auf einem Arbeitsmarkt gefunden, zu dem heute mit über 1,2 Millionen offenen Stellen viele unbesetzte Arbeitsstellen gehören. Aber es ist richtig, dass wir mit einem Kraftakt von in den nächsten nächsten Jahren 4 Milliarden Euro mit Lohnkostenzuschüssen, mit gezielter ganzheitlicher Beratung, die auch die Familiensituation in den Blick nimmt, mit einer besseren Ausgestaltung, personellen Ausstattung der Jobcenter noch mehr tun, damit auch Menschen, die mehr als eine Chance brauchen, endlich eine bessere Chance auf Teilhabe am Arbeitsmarkt haben. Ja, meine Damen und Herren, wir entwickeln unseren Sozialstaat zielgerichtet weiter und wir machen ihn fit für die Zukunft. Ich möchte aber natürlich auch etwas zur Debatte der letzten Tage über die grundsätzliche Ausrichtung des Sozialstaats sagen. Ich halte es jedenfalls für unangemessen, unseren leistungsstarken Sozialstaat schlecht zu reden.
oder gleichsam so zu tun, als müsste erst ein verlässlicher Sozialstaat überhaupt geschaffen werden. So als würde das Vertrauen in die Politik stärken. Übrigens auch nicht in die Politik einer Partei, die seit vielen Jahren den Arbeits- und Sozialminister stellt. Ich glaube deswegen, dass es ein falscher Weg wäre, die erfolgreichen Arbeitsmarktreformen der letzten Jahre abzuwickeln. Nein, wir bekennen uns ausdrücklich zu diesen gemeinsam getragenen Arbeitsmarktreformen. Vergangenheitsbewältigung ist kein guter Kompass für die Zukunftsgestaltung. Und wer angesichts der notwendigen Bedürftigkeitsprüfung im Rahmen der Unterstützung von Langzeitarbeitslosen gleichsam den Eindruck eines Systems der Dauerdemütigung erweckt, der missachtet damit die eindrucksvolle Arbeit von 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Jobcentern, vor die sich der Chef der Bundesagentur für Arbeit zu Recht gestellt hat, meine Damen und Herren. Und wer schließlich so tut, als seien Sanktionen bei verweigerter Mitwirkung gleichsam das zentrale Element dieser Betreuung von Langzeitarbeitslosen, der übersieht, dass 97% der Menschen davon überhaupt nicht betroffen sind. Dass für 97% derjenigen, die zu Recht Unterstützung erfahren, es selbstverständlich ist, dass auch ihrerseits Mitwirkungspflichten bestehen. Und ich glaube, diese 97%, die werden es einigermaßen befremdlich finden, wenn Verweigerung jedweder, dauerhafte Verweigerung jedweder Mitwirkung ohne jede Reaktion und gleichsam folgenlos blieb. Dies untergräbt Solidarität, meine Damen und Herren. Und darum kann es aus meiner Sicht nicht gehen. Und wer schließlich sagt, dann machen wir eben nicht Sanktionen, sondern es gibt eine Prämie für die, die tatsächlich ihren Pflichten nachkommen. Überlegen Sie sich mal einen Moment, wir würden das am Arbeitsmarkt machen. Gehalt für alle und eine Prämie, wer tatsächlich kommt. Also, meine Damen, meine Herren, so nimmt man die Menschen nicht ernst. Jeder Weg, der auf die Mitwirkung verzichtet, und Mitwirkung macht nur Sinn, wenn ihre Verweigerung auch Folgen hat, jedes bedingungslose Grundeinkommen, das überhaupt nicht mehr das Ziel hat, Menschen in Arbeit zu führen, untergräbt Solidarität in unserem Sozialstaat. Wir wollen nicht kapitulieren, auch nicht vor Beschäftigungshemmnissen, sondern gezielt Menschen helfen. Hilfe zur Selbsthilfe, zu einem selbstbestimmten Leben. Dazu dient unsere Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik und dem dient dieser Haushalt. Herzlichen Dank. Hermann Gröhe war das für die CDU-CSU-Fraktion und sagte hier deutlich an seinen Koalitionspartner, an die SPD gewendet, man solle nicht die Schlachten der Vergangenheit schlagen. An einer anderen Stelle, Vergangenheitsbewältigung sei keine gute politische Herangehensweise. Otto Fricke, der haushaltspolitische Sprecher der FDP, ist der nächste Redner. Der Hauptberichterstatterin Delligöz nur zustimmen. Es haben alle Seiten in diesen Beratungen gelernt, weil wir in einer Umbruchphase sind, weil in diesem Haushalt sich vieles verändert. Und Kollegin Delligöz, das mit dem Rechnen, darf ich Sie noch mal darauf hinweisen. Wenn man bei einer Steigerung von 1,6 Milliarden sagt, erstens, es fließt nicht ab, zweitens, es ist zu viel und sagt dann, 400 Millionen davon kürzen wir, dann ist das etwas, was ich glaube, was auch Sie immer wieder bei Ihren Anträgen gemacht haben, was verantwortungsvoll ein Haushaltspolitiker machen muss. Und die FDP macht dann eben nicht den Fehler, den Sie gerne immer vorwerfen, der sagt, wir kürzen nur, sondern dann gehen wir dahin, und Sie stimmen ja zu, weil Sie sehen, wir machen es richtig, dann gehen wir an die jungen Menschen zu Bildung und Teilhabe und stellen dort Erhöhungsanträge, die wir auch gleich hier zur namentlichen Abstellung stellen, und dann kann jeder erklären, warum er an diesem Punkt nicht bereit ist, den Jungen zu helfen, die in Schule, die in Ausbildung auf einem gleichen Niveau sind und denen wir nicht anerkennen müssen, woher sie kommen. Das wird die Aufgabe sein. Ich freue mich im Übrigen, und das ist auch schön, wenn wir dann schon darüber reden, was gemacht wird. Es wurden von uns Kürzungsanträge im Haushalt 2018 gestellt, mit Empörung von der Großen Koalition abgewiesen. Und dann geht man in den Haushalt 2019. Und welcher Kürzungsantrag wird vom Ministerium und der Großen Koalition übernommen? Es sind zwar nur 60 Millionen, aber dann ist das auf einmal gut. Dann werden FDP-Anträge übernommen. Das ist Weisheit der Großen Koalition. Und wenn die wenigstens so kleinen Teilen vorhanden ist, freuen wir uns darüber. Meine Damen und Herren, der Einzelplan 11 ist auch diesmal wieder der Gewinner. Ganz klar, Hubertus Heil holt am meisten raus. Und um das mal bildlich sich wieder vorzustellen, weil ich das gerne mache, stellen Sie sich vor, die fleißigen Staatssekretäre, die da in der ersten Reihe sitzen, müssten alle da hinten zu den anderen in der zweiten Reihe. Und nur Hubertus Heil säße in der ersten Reihe. So geht diese Bundesregierung mit der Frage um, wie zusätzliche Mehreinnahmen verteilt werden.
Hubertus Heil hat ein einnehmendes Wesen, aber es ist die Aufgabe des Staates, insgesamt nach vorne zu gucken und nicht nur die Schwerpunkte bei Hubertus Heil zu setzen. So wäre es eigentlich richtig. Und so werden wir eben nicht fit für die Zukunft. Ja, ich weiß, der übliche Vorwurf von links, alles, was man in den Einzelplan 11 geht, ist schon per se gut. Und wenn es nach den Grünen geht, sind es noch mal 30 Milliarden mehr, dann ist es noch viel besser. Das ist eine Mathematik. Na ja, ich kann sagen, Sie finden Mathematik ja alleine schon deswegen ungerecht, wie man merkt, weil Sie sie einfach nicht beherrschen. Und das ist doch eigentlich Ihr Problem. Meine Damen und Herren, warum ist dieser Einzelplan 11 so wichtig? Weil er der Kern, und da stimme ich ausdrücklich den Vorrednern zu, weil er der Kern des Versprechens unseres Staates ist, dass es Sicherheit geben muss in diesem Land. Dass jeder sich klar sein muss, dass ihn nicht Angst treiben darf, so wenig wie möglich treiben darf, wenn er sein Leben führt. Aber, und das finde ich, das haben wir in letzter Zeit viel zu wenig beachtet, es ist doch die Aufgabe des Sozialstaates, auch ein Zukunftsversprechen zu geben. Und deswegen darf ich noch mal darauf hinweisen, warum wir beim Bildungs- und Teilhabepaket das machen. Wir müssen dafür sorgen, dass junge Menschen, egal wie der Hintergrund ist, bei alledem, was ihre Bildung, ihre Teilhabe an kulturellem Leben ausmacht, so stark sind, dass es nicht darum geht, wo sie herkommen, sondern dass es darum geht, wo sie hinwollen. Das ist die Aufgabe des Sozialstaates. Da erwarte ich insbesondere von den Sozialdemokraten, dass sie dann auch unserem Antrag am Ende zustimmen werden. Und, meine Damen und Herren, ich will das gleichzeitig auch mit einer Meldung in Richtung der Kommunen sagen. Wenn wir bei Bildungs- und Teilhabe etwas machen, also über den gesamten Bereich der Grundsicherung, dann sage ich, gilt das auch für SGB VIII, ja, Kinder-Jugendhilfe. Da sage ich ganz klar, wenn da die Kommunen wieder anfangen zu sagen, ach, ist ja schön, dass der Bund hier wieder was tut, dann können wir uns zurückziehen. Nein, da müssen wir ganz genau darauf achten, denn sonst passiert es so, der Bund gibt an einer Stelle und der nimmt an einer anderen. Im Übrigen habe ich beim Bildungs- und Teilhabepaket das Gefühl, wir werden heute sehen, dass die Große Koalition mal wieder ablehnt. Aber ich schließe mit Ihnen eine Wette ab. Beim nächsten Haushalt werden Sie dem FDP-Antrag auch folgen. Wenn Sie das dann tun, ist das auch wieder eine Einsicht, dass liberale Politik, die in die Zukunft guckt, sozial ist und dass im Endeffekt das passieren muss, was wir in unserem Land machen müssen. Wir müssen nach vorne schauen und nicht wie in diesem Einzelplan 11, den wir ablehnen werden, immer wieder zurück. Herzlichen Dank. Otto Fricke war das, der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Der Antrag seiner Fraktion, über den er hier gesprochen hat, der befasst sich damit, dass Kinder bessere Bildungschancen bekommen sollten. Nächste Rednerin ist Susanne Ferschel, Sprecherin für gute Arbeit der Linksfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, diesem Haushalt fehlt der Mumm, um in Richtung soziale Gerechtigkeit umzusteuern. Herr Heil, Sie haben vorhin vom notwendigen sozialen Zusammenhalt im Hinblick auf den Wandel der Arbeitswelt, die Digitalisierung, gesprochen. Dafür wäre aber Folgendes notwendig: eine stärkere Regulierung statt immer mehr unternehmerische Freiheit. Löhne, von denen Beschäftigte auch leben können. Sozialversicherungssysteme, die tatsächlich vor Krankheit, Arbeitslosigkeit und dem Alter schützen. Und dass der Finanzsektor und die Unternehmen und die Superreichen endlich wieder zur Finanzierung des Sozialstaates herangezogen werden. Kurz gesagt, es geht um das große Ganze. Sie verbleiben aber beim Klein-Klein und begnügen sich mit Minischrittchen. Ich will das an ein paar Beispielen verdeutlichen. Sie stabilisieren befristet bis 2025 das Rentenniveau. Wir brauchen aber dauerhaft ein höheres Rentenniveau, um Altersarmut zu verhindern und um den Menschen wieder Vertrauen zu geben. Stattdessen verweisen Sie nach wie vor auf die Notwendigkeit, privat fürs Alter vorzusorgen. Aber ich frage Sie, wovon eigentlich? Bei vielen Menschen reicht der Lohn nicht mal, dass sie über den Monat kommen, geschweige denn, dass sie mal in Urlaub fahren können. Wir haben inzwischen den Mindestlohn, aber er ist viel zu niedrig. 12,63 Euro sind notwendig, damit man im Alter nicht aufs Amt muss. Und das wissen Sie, Herr Heil, ganz genau, denn das ist die Antwort aus Ihrem eigenen Ministerium. Und trotzdem erhöhen Sie den Mindestlohn nur um Centbeträge. Das versteht kein Mensch. Wenn der Lohn nicht reicht, müssen Beschäftigte aufstocken. Meine Damen und Herren, diese Menschen sind arm trotz Arbeit und sie hängen im Hartz-IV-System fest. Die SPD redet ja jetzt davon, Hartz IV hinter sich zu lassen. Und ich hoffe sehr,
dass es nicht nur um eine Änderung der Begrifflichkeit geht. Denn ob Hartz IV oder Nahles V ist völlig egal. Wir brauchen eine komplette Änderung des Systems. Im Haushalt findet sich dazu nichts. Gerade einmal 8 € mehr im Monat bekommen Menschen in Hartz IV. Kinder bekommen sogar nur 5 €. Und die Erhöhung des Kindergeldes wird voll auf die Hartz-IV-Leistungen angerechnet. Im Klartext heißt es, dass Millionen armer Kinder ihrer Zukunftsperspektive beraubt werden und die Kinder oder der Nachwuchs der Reichen profitieren durch die Kinderfreibeträge besonders stark. Das ist himmelschreiend ungerecht. Liebe SPD, ich habe freudig zur Kenntnis genommen, dass Sie nach all den Jahren endlich verstanden haben, dass der Mindestlohn zu niedrig ist und welche Geißel Hartz IV für diese Gesellschaft bedeutet. Aber die Einsicht muss sich jetzt auch in konkreter Politik wiederfinden. Die Fraktion Die Linke hat dazu konkrete Vorschläge unterbreitet. Bei der Rente eine Erwerbstätigenversicherung, in die alle einbezahlen. Einen Mindestlohn von wenigstens 12 €. Und statt Hartz IV brauchen wir eine sanktionsfreie, armutsfeste Kindersicherung und eine eigenständige Kindergrundsicherung. Und zur Finanzierung die Einführung einer Finanztransaktionssteuer und eine Vermögenssteuer. Liebe SPD, wenn Sie statt der Minischrittchen hin zu sozialer Gerechtigkeit bereit sind, große Schritte zu tun, dann werden wir Sie unterstützen. Vielen Dank. Susanne Ferschel war das für die Linksfraktion. Es sei egal, ob Hartz IV oder Nahles V, hat sie gesagt, eine komplette Änderung des Systems müsse erreicht werden. Nächster Redner ist jetzt Sven Lehmann, Bündnis 90 Die Grünen und Sprecher für Sozialpolitik seiner Fraktion. Unter dem Hashtag unten schildern gerade tausende Menschen in den sozialen Medien ihre Erfahrungen mit Armut und Ausgrenzung. Und auch ich persönlich habe genau diese Erfahrung gemacht. Meine Mutter war lange alleinerziehend und hatte nur ein sehr kleines Einkommen. Und nur durch sehr viel Verzicht hat sie es geschafft, dass ich das kaum spüren musste. Wir reden heute hier über den größten Etat in diesem Haushalt. Und da sind durchaus einige richtige Maßnahmen drin. Aber es klafft eine große Leerstelle, nämlich genau da, wenn es darum geht, zielgenau die Teilhabe und die Würde derjenigen zu stärken, die jetzt arm sind. Und das ist verdammt traurig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und bleiben wir mal bei den armen Kindern und Jugendlichen. Immerhin 3 Millionen in Deutschland. Es gibt jetzt Kindergelderhöhungen, das finde ich gut, aber davon haben Kinder in Hartz IV keinen einzigen Cent, weil das Kindergeld angerechnet wird. Und es gibt höhere Steuerfreibeträge, finde ich auch gut, aber auch davon haben Familien nichts, die keine Steuern zahlen. Was es aber nicht gibt, das ist eine Erhöhung des Kinderregelsatzes. Wir Grüne haben deshalb eine sachgerechte Erhöhung beantragt. Sie haben es abgelehnt. Es verschärft sich also mit diesem Haushalt die Schere zwischen den Familien. Und genau umgekehrt wäre es richtig. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder am meisten Unterstützung bekommen, die sie am meisten brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da geht es neben Geld auch um ganz alltägliche Dinge wie das Recht auf ein warmes Mittagessen, auf Bus, auf Bahn, auf Klassenfahrt. Das haben wir jetzt eben schon gehört. Man muss schon sehr gute Sozialarbeiter an seiner Seite haben, um durch den Formulardschungel durchzusteigen, den das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket produziert hat. Im letzten Jahr hat nur 1/3 der leistungsberechtigten Kinder diese Leistungen tatsächlich in Anspruch genommen. Und das Zynische ist, mit dieser niedrigen Quote kalkuliert die Bundesregierung jetzt bei ihrem sogenannten Starke-Familien-Gesetz. Richtig stark wäre es aber, das BUT endlich aufzulösen und die Mittel unbürokratisch in höhere Kindergelsätze und in kostenfreie Angebote vor Ort zu geben. Das wäre stark und das würden die Kinder und Familien auch spüren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Warum also erhöhen Sie die Kinderregelsätze eigentlich nicht? Und ich glaube, Sie trauen diesen Eltern einfach nicht zu, dass sie mit dem Geld schon das Richtige für ihre Kinder tun. Dabei hat die Bertelsmann-Stiftung erst vorgestern sehr, sehr eindrücklich genau dieses Vorurteil widerlegt. Eltern sparen, wenn sie sparen müssen, zuerst bei sich und erst dann bei ihren Kindern. Aber dieses Vorurteil hält sich leider hartnäckig und dieses Menschenbild, und es geht um Menschenbilder, zeigt sich auch mal wieder in der aktuellen Debatte zu Hartz IV. So lässt der FDP-Vorsitzende Christian Lindner allen Ernstes sich damit zitieren, man solle Steuereinnahmen nicht denjenigen geben, die nicht arbeiten wollen. Mit dem Geld werde finanziert, dass, Zitat, vielleicht ein junger Mann ohne Schulausbildung sagt, ich habe einfach keine Lust zu arbeiten, ich bleibe zu Hause, Zitat Ende. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie herablassend und zynisch das ist, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP.
1,2 Millionen Menschen in Hartz IV arbeiten, verdienen aber zu wenig und müssen deswegen aufstocken. 4,6 Millionen Menschen sind dauerhaft in Minijobs beschäftigt. Armut ist ein Mangel an Geld, nicht ein Mangel an Charakter, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Wir Grüne werden weiter dafür streiten, wie wir Menschen motivieren und befähigen, anstatt sie zu sanktionieren. Wir werden dafür streiten, die Arbeit der Jobcenter besser zu machen, auch indem wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von unsinniger Bürokratie entlasten. Wir werden dafür streiten, Hinzuverdienst zu belohnen, statt ihn zu bestrafen. Und wir werden dafür streiten, jedem Menschen ein Mindestmaß an Teilhabe zu garantieren, nicht weil es sich verdienen muss, sondern einfach, weil er ein Mensch ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sven Lehmann, Bündnis 90 Die Grünen. Seine Fraktion wolle Menschen motivieren, nicht sanktionieren, hat er gesagt. Weiter geht es mit Thomas Heilmann für die CDU-CSU-Fraktion. Dankeschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer auf der Tribüne und an den digitalen Endgeräten. Kern jeder Sozialpolitik ist erfolgreiche Bildung. Dieser Satz hatte in unserer Geschichte schon lange Gültigkeit. Die flächendeckende Einführung und Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht im Jahre 1810 war die Grundlage für die wirtschaftlich erfolgreiche Industrialisierung in Deutschland. Ausbildung wurde zu dem Schlüsselwert des 19. Jahrhunderts in einer sich verbürgerlichenden Gesellschaft. Das haben preußische Herrscher Stein und Hardenberg 1806 erkannt und eine Kampagne für Bildung gemacht. Bildung bleibt auch heute überragend wichtig, und deshalb unternimmt diese Koalition mehr als alle ihre Vorgängerregierungen dieses Konzept. Dieser Haushalt ist dafür ein guter Beleg und ein guter Anfang. Lassen Sie mich beispielhaft sagen: Wir haben den Grundlagen für den Digitalpakt Schule gelegt. Das gehört zwar nicht in den Einzelplan 11, aber in diesen Zusammenhang. Wir verstärken erneut die Mittel für Hochschule und Berufsausbildung. Wir haben das Qualifizierungschancengesetz auf den Weg gebracht. Minister Heil hat es gerade gesagt. Wir geben mit diesem Haushalt 3 Milliarden Steuergelder zusätzlich zu den Mitteln in der BA für Weiterbildung aus. Und nächstes Jahr, und darauf möchte ich schwerpunktmäßig eingehen, kommt die Weiterbildungsstrategie, die wir angekündigt haben. Die Tätigkeiten der Arbeitswelt ändern sich fundamental, das haben einige Vorredner schon gesagt, und übrigens auch in rasantem Tempo. Klar ist dabei, die Arbeit wird uns nicht ausgehen, aber zukünftig werden Tätigkeitswechsel immer häufiger notwendig werden. Sie, Herr Bundesarbeitsminister, nennen das immer eine anstrengende Nachricht. Ich bin gar nicht sicher, ob das wirklich anstrengend ist. Weiterbildung kann nämlich durchaus auch Freude machen, schneller werden und mehr für alle bringen. Und darüber möchte ich gerne berichten. Wir brauchen in Deutschland eine grundlegende Überarbeitung mit bewährten Elementen, aber eben auch mit neuen Elementen. Und genau das haben wir uns vorgenommen. Ich wundere mich, dass Sie über die angekündigte Weiterbildungsstrategie der Bundesregierung Beifall klatschen, aber ich freue mich ja, wenn auch die Linken uns zustimmen. Meine Fraktion hat das mit großer Einmütigkeit unterstützt. Ich will gerne kurz auf den Zusammenhang zu gehen. Warum ist das so wichtig? Wir haben heute schon 1,2 Millionen offene Stellen und einen Fachkräftemangel. Und wenn sich die Tätigkeiten ändern, dann droht dieser Fachkräftemangel größer zu werden. Und wenn wir gleichzeitig Arbeitslosigkeit haben, weil die Menschen die Brücke dahin nicht schaffen in diese neuen Jobs, dann ist das sozialpolitisch verhängnisvoll, aber es ist eben auch wirtschaftspolitisch verhängnisvoll, weil es notwendig ist, dass wir diesen Menschen eine Chance in der neuen Arbeitswelt geben. Die Union hat für diese wichtige Weiterbildungsstrategie einen neuen Baustein entwickelt. Wir nennen diesen Baustein MILLER. MILLER steht für modulares, interaktives, lebensbegleitendes Lernen für alle. MILLER soll alle Menschen dazu anstiften und ihnen helfen, sich in einer digitalen Welt zurechtzufinden. Es ist eine digitale Antwort auf die digitalen Herausforderungen unserer Zeit. Wir in der CDU-CSU-Fraktion freuen uns sehr über die positive Resonanz, offensichtlich auch bei den Linken, die MILLER, obwohl er es vor wenigen Tagen veröffentlicht,
ist in allen Teilen der Bevölkerung und auch in allen Teilen des politischen Spektrums erhalten hat. Kurz zur Erläuterung, Miller stellt erst einmal kostenlos für alle Bürgerinnen und Bürger neue und bestehende Weiterbildungsangebote bereit. Dabei wird dann eben Offline- und Online-Angebote berücksichtigt. Wie alle modernen digitalen Plattformen wird dabei jedem Einzelnen ein individuelles Angebot gemacht, nach seinen Interessen, nach seinen Vorerfahrungen. Das ist ein ziemlich großer Sprung. Das müssen Sie sich so vorstellen, als wenn Sie direkt vom Schwarz-Weiß-Fernseher in eine moderne Zeit gehen, einen modernen Standard, den Sie vielleicht von Netflix oder anderen Programmen kennen. Miller ist also individuell anpassbar, berücksichtigt die persönlichen Interessen und das vorhandene Fähigkeitsprofil. Es ist deutschsprachig, es ist kurzweilig und es ist modular und damit ein modernes E-Learning-Angebot, das nachhaltig Motivation und Neugier auf Weiterbildung schaffen soll. Der Staat stellt dabei nur die Plattform zur Verfügung und darauf wird ein neuer Wettbewerb entstehen, um die besten Bildungsinhalte, um die besten didaktischen Konzepte und um attraktive Lernmethoden. Und ich will am Schluss darauf eingehen, wie wichtig das konzeptionell aus meiner Sicht ist. Digitale Fragen brauchen digitale Antworten. Müller wird durch eine neue zu schaffende digitale Einheit umzusetzen sein. Mit Müller wollen wir also den Gedanken der sozialen Marktwirtschaft ins digitale Zeitalter übertragen. Wir wollen damit Eigenverantwortung stärken und neue Chancen für alle eröffnen. Das ist wirklich anders als das bedingungslose Grundeinkommen. Wenn wir jedem eine Brücke bauen und ihm nicht signalisieren, dich brauchen wir zukünftig nicht mehr, weil die Tätigkeiten sich ändern, aber du kriegst ja wenigstens ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann finden wir das unsozial. Wir sagen, jeder kann am Arbeitsmarkt bleiben, jeder hat Fähigkeiten, wir brauchen jeden und jeder soll eine Chance bekommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir dürfen die Bevölkerung nicht in Digitalisierungsgewinner und Digitalisierungsverlierer spalten. Heute nicht und in Zukunft nicht. Wir in der Union wollen Digitalisierung für alle. Wir wollen Wohlstand für alle. Wir wollen in dem Sinne eine dienende Digitalisierung, eine den Menschen dienende Digitalisierung. Vielen Dank. Thomas Heilmann war das für die CDU-CSU-Fraktion. Den Gedanken der sozialen Marktwirtschaft ins digitale Zeitalter übertragen war sein Ansatz. Jetzt geht es weiter mit Kerstin Tack, Sprecherin für Arbeit und Soziales der SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist wie immer gut und richtig, dass wir mit dem Haushaltsetat des BMAS, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, den größten aller Etats heute zu beraten haben, weil es auch aus unserer Sicht die wichtigsten sozialpolitischen Aspekte beinhaltet. Wir leben in einer Welt, in der wir mit dem digitalen und technischen Fortschritt eine große Veränderung haben. Der Klimawandel verändert unsere Lebensgewohnheiten, der globale Austausch, unsere Einstellung, der demografische Wandel, unsere Bevölkerung, und das alles löst spürbar Ängste auch der Unsicherheit bei Menschen aus. Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir uns mit diesen Fragen intensiv beschäftigen und auch Antworten geben, die insbesondere auch die Stärkung unserer Systeme und des Sozialstaates zur Grundlage haben. Und dass wir mit diesem Etat, mit den bereits erwähnten 145 Milliarden Euro, den größten und stärksten Etat haben, ist deshalb richtig und wichtig. Wir freuen uns darüber, dass wir bei den Kolleginnen und Kollegen der FDP mit unserem Koalitionsvertrag eine gute Grundlage gelegt haben, um Ideen für Haushaltsanträge zu gewinnen, indem sie unsere Vorstellungen zur Weiterentwicklung des Bildungs- und Teilhabepaketes abgeschrieben haben und in einen Haushaltsantrag gestellt haben. Und deswegen freuen wir uns, mitteilen zu können, nicht nur weil es im Koalitionsvertrag steht, werden wir im nächsten Jahr mit dem Familienstärkungsgesetz das Bildungs- und Teilhabepaket erhöhen und erweitern, sondern wir werden auch den Kinderzuschlag mit 1 Milliarde erhöhen. Das ist richtig. Dazu brauchten wir keine Unterstützung der FDP, sondern das war für uns in den Koalitionsverhandlungen wichtig. Frau Kollegin Tack, jetzt haben Sie eine Zwischenfrage aus der FDP provoziert. Mögen Sie sie zulassen? Aber natürlich.
Frau Kollegin Tack, wenn Sie es für richtig halten, dass das Bildungs- und Teilhabepaket finanziell aufgestockt wird, welchen vernünftigen Grund kann es da geben, die Chancen der Kinder noch länger auf sich warten zu lassen? Stimmen Sie doch einfach zu, erhöhen Sie das Bildungs- und Teilhabepaket. Schon am 1. Februar wird die zweite Tranche des Schulstarterpakets ausgezahlt. Da könnten Sie schon ganz einfach eine leichte Erhöhung provozieren, ermöglichen. Warum machen Sie das nicht? Ich will Ihnen sagen, dass wir auf der einen Seite mit Ihren Vorschlägen nicht zufrieden sind, denn wir haben weitergehende Vorschläge, die wir im Rahmen des Familienstärkungsgesetzes einbringen werden. Und deshalb ist unsere Antwort eine weitergehende als Ihre Antwort. Und sie ist eingebettet in ein Gesamtpaket eines starken Familiengesetzes. Und deshalb macht es Sinn, ein Gesamtpaket dazu zu formulieren. Dazu sind wir besser geeignet, als Ihr Antrag es suggeriert. Und deshalb werden wir mit unserem Gesetz hier für eine ganzheitlichere Antwort sorgen. Ich will etwas sagen zu der aktuellen Debatte, die wir haben, um die Frage des Sozialstaates der Zukunft. Ich bin etwas überrascht, dass sich die ein oder anderen wundern darüber, dass es aktuell auch eine Diskussion um die Frage des Sozialstaates der Zukunft gibt. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist doch unser politischer Auftrag. Alles andere wäre doch politische Arbeitsverweigerung. Selbstverständlich muss man, wenn man vor 13 Jahren eine Reform gemacht hat, die sich mit der Teilhabe am Arbeitsleben unter den damals existierenden Bedingungen auseinandergesetzt hat, sich heute Gedanken machen, wie man unter den heutigen Bedingungen Teilhabe am Arbeitsleben organisiert, wie man Sozialstaatlichkeit neu diskutiert, wie man es schafft, dass Zugänge vereinfacht werden, dass Existenzängste genommen werden, dass existenzsichernde Leistungen gewährt werden, dass wir darüber reden, wie wir uns mit Armut in Deutschland, insbesondere Kinderarmut und der Antwort der Kindergrundsicherung, darauf einstellen, wie wir es schaffen, jedem ein Recht auf Arbeit zu organisieren, wie wir es schaffen, dass wir mit einem Sozialstaat, der Verlässlichkeit, Sicherheit und Zugänglichkeit für die Zukunft nicht nur weiter garantiert, sondern ihn auch verbessert. Das ist doch selbstverständlich. Das ist unser Auftrag. Mit dem beschäftigen wir uns wie viele andere auch. Das ist richtig, wichtig, notwendig. Und ich glaube auch Erwartungshaltung an künftige Politik, unabhängig von der Partei, die sie gerade diskutiert. Und deshalb ist es auch ein erster und wichtiger Schritt, dass wir die Maßnahmen, die wir in den letzten Wochen hier schon diskutiert, behandelt und verabschiedet haben, hier richtige und wichtige Zeichen setzen. Ich freue mich auch, dass wir über das, was hier schon häufig diskutiert wurde, hinaus mit dem sozialen Arbeitsmarkt, mit dem Rentenpakt, dass wir uns aber insbesondere, das möchte ich noch mal besonders erwähnen, auch der Zielgruppe zuwenden, die es besonders schwer hat. Das sind die Menschen mit Behinderungen, die wir in Deutschland haben. Und wir haben uns mit dem Zugang zum Arbeitsmarkt hier richtig ins Zeug gelegt. Wir haben mit dem Programm Reha Pro dafür gesorgt, dass es hier einen echten, modernen und neu konzipierten Zugang geben kann, dass wir Schnittstellen besser definieren. Das ist wichtig. Wir haben dank dem Kollegen Matthias Bartke, dem Ausschussvorsitzenden für Arbeit und Soziales, es geschafft, dass wir die Mittel erhöhen können, dass jede Debatte des Deutschen Bundestages in Gebärdensprache übersetzt wird und nicht nur die Kernzeit. Das ist ein richtig wichtiger Schritt für Teilhabe in Deutschland. Und dass wir das jetzt organisieren, ist gut, richtig und super. Der Haushalt 2019 im Bereich Arbeitsmarkt und Soziales drückt in Zahlen aus, was wir uns politisch auf die Fahnen geschrieben haben. Mehr soziale Sicherheit, besserer gesellschaftlicher Zusammenhalt, gegenseitige Wertschätzung. All das ist in Zahlen formuliert, der Haushalt der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, gut angelegtes Geld. Dankeschön. Kerstin Tack war das für die SPD-Fraktion. Ein Sozialstaat der Verlässlichkeit und Sicherheit will sie schaffen. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen es hier
in unserem Bild. Der Bundestag füllt sich. Es sind nicht nur mehr die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker da, sondern auch viele andere strömen herein. Es wird gleich abgestimmt. Da ist die Stimme von jedem Einzelnen notwendig. Jetzt geht es aber erstmal weiter in der Debatte. Peter Weiß, CDU-CSU-Fraktion. Zum Schluss dieser Debatte über den Haushalt Arbeit und Soziales für das Jahr 2019 ist es vielleicht noch mal gut, einfach zusammenfassen, was sind denn die Hauptbotschaften dieses Haushaltes? Und die erste und wichtigste Botschaft ist, wir nehmen richtig viel Geld in die Hand, um mehr in Arbeit zu investieren, damit Arbeitslosigkeit verschwindet. Das System, was im Volksmund Hartz IV heißt, aber noch nie Hartz IV geheißen hat, sondern Grundsicherung für Arbeitssuchende, das ist der Titel im Gesetz, ist in einer Zeit geschaffen worden, in der wir hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland hatten. Heute haben wir eine Gott sei Dank niedrige Arbeitslosigkeit. Aber wir sehen, dass viele Langzeitarbeitslose es immer noch schwer haben, in Arbeit zu kommen. Und da kann es meines Erachtens nicht darum gehen, Debatten zu führen, ob man diesem Hilfesystem einen neuen Namen gibt, sondern die Hauptdebatte muss sein, wie bekommen wir diejenigen, die noch in Langzeitarbeitslosigkeit verharren, auch wieder in Arbeit. Und dafür stellen wir die Mittel zur Verfügung. Und zu Recht wird darauf hingewiesen, dass Kinder, die in Bedarfsgemeinschaften leben, die auf diese Grundsicherung angewiesen sind, wahrhaft in einer Situation leben, in der sie auch Armut erfahren. Und deswegen legen wir mit unserem Förderinstrumentarium Wert darauf, dass vor allem die Bedarfsgemeinschaft, in denen Kinder leben, in den Blick genommen werden durch unsere Jobcenter, deren Eltern in Arbeit kommen. Kinderarmut gehört dann der Vergangenheit an, wenn die Eltern ein anständiges Arbeitseinkommen haben und davon leben können. Die zweite wichtigste Botschaft dieses Haushaltes ist, wir haben nicht Angst vor der Digitalisierung, wir haben nicht Angst vor der Veränderung in dieser Arbeitswelt, die auf uns zukommt, sondern wir wollen diese Chancen, die sich neu auftun, für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft, für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beherzt angreifen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland sollen wissen, wir unterstützen sie aktiv und ebenfalls auch mit kräftig viel Geld beim technologischen und digitalen Wandel, der auf sie zukommt. Und zu beiden Themen darf man nicht nur den Bundeshaushalt angucken, sondern bitte den auch vor 14 Tagen vom Verwaltungsausschuss verabschiedeten Haushalt der Bundesagentur für Arbeit, also da, wo die Beiträge aus der Arbeitslosenversicherung eingesetzt werden. Auch dort stocken wir auf das Personal, das wir in die Jobcenter schicken, um die Langzeitarbeitslosen zu beraten und wieder in Arbeit zu vermitteln. Auch dort legen wir kräftig zu bei den Mitteln, die wir in Weiterbildung in unseren Betrieben investieren. Beides, Bundeshaushalt und Agenturhaushalt, sind Zukunftshaushalte für unser Land. Und die dritte wichtige Botschaft ist, mit diesem Bundeshaushalt 2019 schaffen wir auch die Grundlagen für eine weiterhin verlässliche Alterssicherung in unserem Land. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Beiträge des Bundes aus Steuermitteln in die Rentenversicherung steigen auf die historisch hohe Marke von über 98 Milliarden Euro an im kommenden Jahr. Das sind noch einmal 4 Milliarden Euro mehr als dieses Jahr. Das zeigt doch deutlich, ja, wir als Deutscher Bundestag stehen mit diesem Haushalt gerade, dass unsere Alterssicherung in Deutschland auch in Zukunft funktioniert. 98 Milliarden, das ist nicht nur der größte Einzelpost im Haushalt für Arbeit und Soziales, das ist im gesamten Bundeshaushalt der größte Einzelpost, den es überhaupt gibt. Und gleichzeitig haben wir dank der guten Konjunktur, dank der guten Lage am Arbeitsmarkt die Situation, dass wir am Ende dieses Jahres in der Rentenversicherung eine Rücklage von über 38 Milliarden haben werden. Nie stand die Alterssicherung in Deutschland finanziell auf stärkeren und festeren Füßen als heute. Und deshalb, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ich finde, diese drei Kernbotschaften des Bundeshaushaltes 2019 im Bereich Arbeit und Soziales sind drei Kernbotschaften, die es jedem von uns leicht machen sollten, klar und deutlich mit Ja zu stimmen. Es ist ein Haushalt, der in die Zukunft investiert und der für Sicherheit in unserem Land sorgt. Vielen Dank. Applaus
Peter Weiß war das, der Sprecher für Arbeit und Soziales der CDU-CSU-Fraktion. Der letzte Redner in dieser Aussprache zum Einzeletat 11, demjenigen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Das Volumen ist hoch. Größter Einzelhaushalt 144 Milliarden. Das wird jetzt abgestimmt. Wer stimmt für diesen Einzelplan? Wer stimmt dagegen? Ja, das Bild wie gehabt. Die Große Koalition stimmt für ihren Haushalt, die Opposition dagegen. Damit ist dieser Haushalt verabschiedet. Im Anschluss jetzt, meine Damen und Herren, ein längerer Teil, länger, 10 bis 15 Minuten ohne Debatte. In dieser Zeit möchten wir Ihnen noch einmal die Höhepunkte der Debatte Arbeit und Soziales wiederholen. Der Zusammenschnitt beginnt mit der Rede des AfD-Abgeordneten Uwe Witt. Lassen Sie mich zunächst auf Hartz IV eingehen. Was ist das eigentlich? Es ist nicht nur eine staatliche Transferleistung für alle Arbeitslosen, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I haben. Es ist nicht einmal eine Leistung für Menschen, die überhaupt irgendwann mal gearbeitet haben oder die arbeitssuchend und für Arbeit qualifiziert sind. Darum sind die Bezeichnungen Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung für Arbeitssuchende für diese Leistung eher irreführend. Es ist eigentlich eine Grundsicherung für alle, deren Einkommen unterhalb dessen liegt, was die Regierung als Regelbedarf für das Existenzminimum betrachtet. Egal, ob sie arbeitslos, langzeitarbeitslos, erwerbsfähig oder nicht erwerbsfähig sind. Konkret sind das derzeit 416 Euro im Monat. Und das, liebe Kollegen, ist kein armutsvermeidendes Existenzminimum mehr, sondern es ist ein Existenzminimum, das für die Leistungsbezieher ein Leben in Armut bedeutet. Die Zahl der Bezieher von Hartz-IV-Leistungen liegt seit 2011 fast konstant in der Nähe von 6 Millionen. Davon sind lediglich 1,5 Millionen Hartz-IV-Empfänger arbeitslos gemeldet. Das ist nur jeder Vierte. Die meisten Leistungsbezieher, nämlich 2,6 Millionen, sind nicht arbeitslos, aber erwerbsfähig. Und von den 2,6 Millionen sind 620.000 Erwerbstätige, die ihren Verdienst mit Hartz-IV-Leistung aufstocken müssen, also sogenannte arbeitende Arme, weitere 658.000 Asylbewerber, die bisher Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen haben, nun in das Hartz-IV-System gewechselt sind und im Arbeitsmarkt erst einmal nur theoretisch zur Verfügung stehen. Die Botschaft in dieser Phase, meine Damen und Herren, der deutschen Politik muss sein, sich nicht allein an schönen Zahlen am Arbeitsmarkt auszuruhen, sondern diese Menschen nicht zu vergessen. Und auch in diesem Bereich handeln wir als Koalition, indem wir eben in der vergangenen Woche diesen sozialen Arbeitsmarkt auf den Weg gebracht haben. Und im Gegensatz zu meinem Vorredner sollte man sich mal mit den Leuten unterhalten, die die Chance haben, über diese Möglichkeit eine würdige Perspektive auf sozialversicherungspflichtige Arbeit wiederzubekommen. Wir reden und quatschen darüber, aber haben keine Ahnung, was der soziale Arbeitsmarkt wirklich für Menschen bedeutet. Mein Ziel ist, dass diese Menschen nicht nur bessere Löhne bekommen, sondern vor allen Dingen anständige Arbeitsbedingungen. Das sind die fleißigen Menschen in diesem Land, und auch in diesem Bereich machen wir was. Wir werden zum Beispiel im kommenden Jahr dafür sorgen, dass viele dieser Beschäftigten, die oft sachgrundlos befristet sind, eine Perspektive bekommen in dauerhafter Beschäftigung. Ich will, dass wir die willkürliche Befristung in Deutschland endlich zurückdrängen, und das wird diese Koalition im nächsten Jahr auch schultern, meine Damen und Herren. Das Erste und Wichtigste ist, angesichts der guten Lage am Arbeitsmarkt und einer sich wandelnden Arbeitsgesellschaft, in der wir gleichzeitig digitalen Wandel und Fachkräftebedarf haben, dafür zu sorgen, dass wir in Beschäftigungsfähigkeit investieren. Und mit dem Qualifizierungschancengesetz geben wir den ersten Schritt, die Bundesagentur für Arbeit weiterzuentwickeln zu einer Arbeitsversicherung, Arbeitslosigkeit zu verhindern, bevor sie entsteht, indem wir Unternehmen und Beschäftigte bei der Qualifizierung unterstützen und dafür sorgen, dass wir nicht erst das Kind aus dem Brunnen holen müssen, bevor es reingefallen ist, sondern dafür sorgen, dass Menschen in Arbeit bleiben können und auch sozial aufsteigen können in ihrer Beschäftigung. Das ist die erste Priorität. Die zweite ist auch darüber zu diskutieren, wie wir es hinkriegen,
dass angesichts des Wandels und der durchaus vorhandenen Abstiegsängste vieler Beschäftigter in Deutschland wir die notwendigen sozialen Sicherungssysteme wieder enger knüpfen. Und da geht mein erster Blick nicht so sehr vor allem auf die Grundsicherung, sondern auf die Arbeitslosenversicherung in Deutschland. Wir werden in der nächsten Woche das Qualifizierungschancengesetz verabschieden. Da ist auch ein Element dabei, in dem wir dafür sorgen, dass das Sicherungssystem der Arbeitslosenversicherung ein Stück verlässlicher wird. Wir sagen Innovation und günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen, vor allen Dingen auch für kleine und mittlere Unternehmen, schaffen Arbeit. Und was Arbeit schafft, ist sozial. Wir haben den Eindruck, dass die Bundesregierung hier an vielen Punkten die falschen Weichenstellungen stellt. Wir haben eine Eintrübung der Konjunktur. Wir haben zum ersten Mal im dritten Quartal eine Schrumpfung der Wirtschaftsleistung in Deutschland. Wir haben einen internationalen Standort- und Steuerwettbewerb. Deutschland hat die höchsten Steuern, hat mittlerweile die höchsten Unternehmenssteuern. Andere Länder wie Frankreich und wie die USA senken die Steuern. Wir haben den Eindruck, hier muss dringend etwas gemacht werden, denn nur wenn wir wettbewerbsfähige Arbeitsplätze haben, in Zukunft können auch die Sozialleistungen finanziert werden, liebe Kollegen und Kollegen. Wir, die Freien Demokraten, sagen ja, es gibt Schwächen bei der Grundsicherung, ja. Wir haben vor allen Dingen die hohen Abzüge für diejenigen, die in der Grundsicherung sind, aber eine Arbeit aufnehmen wollen. Weil da wird ja dann von jedem zuverdienten Euro 100% abgezogen, manchmal 90%. Das heißt, ich verdiene einen Euro, aber es bleiben bei mir nicht einmal 10 Cent in der Kasse, in der Tasche. Und das ist das Problem, das angegangen werden muss, aber nicht durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern durch ein liberales Bürgergeld, meine Damen und Herren. Es bleibt weiter richtig, als Gesellschaft auch die Mitwirkungspflichten einzufordern, denn Solidarität ist keine Einbahnstraße. Es geht ja nicht um anonyme Staatsknete. Es geht darum, dass die Beitragszahler, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Steuerzahler einbezahlen, damit diejenigen, die nicht leisten können und einige wenige, die nicht wollen, unterstützt werden. Dazu gehört für uns auch die Frage, ob es zumutbar ist, dass jemand aus einem Gebiet mit hoher Arbeitslosigkeit wie in Duisburg oder auch in Teilen, anderen Teilen Deutschlands umzieht, in Bereiche, in denen Vollbeschäftigung herrscht, Fachkräftemangel herrscht, wie zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb. Wir glauben, das Prinzip fordern und fördern ist richtig. Es aufzugeben, täte niemandem einen Gefallen. Wir plädieren dafür für eine echte Reform der Grundsicherung, die leistungsgerecht ist. Das ist das liberale Bürgergeld, meine Damen und Herren. Wir brauchen Zuwanderung, weil wir in vielen Bereichen nicht genügend Arbeitskräfte haben. Und mit einem Fachkräftezuwanderungsgesetz muss die legale Zuwanderung von beruflich Qualifizierten und Auszubildenden von außerhalb Europas in den Arbeitsmarkt erleichtert werden. Bislang kommen weniger als 10% unserer Zuwanderer über den offiziellen Weg als Erwerbstätige nach Deutschland. Das ist deutlich weniger als in klassischen Einwanderungsländern, was auch an der Komplexität unseres derzeitigen beruflichen Zuwanderungssystems liegt. Das neue Gesetz muss also die Voraussetzungen schaffen, gezielt Fachkräfte im außereuropäischen Ausland zu gewinnen. Es muss darüber hinaus eine nachhaltige Integration von Zuwanderern in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft gewährleisten. Und es muss Veränderungen am deutschen Arbeitsmarkt in beiden Richtungen zeitnah Rechnung tragen. Bezüglich des Fachkräftemangels ist es befremdlich, wenn sich der Vorstandschef der Asklepios-Kliniken öffentlich darüber beschwert, dass 500 vom Konzern selbst ausgebildete, der deutschen Sprache mächtige Pflegekräfte aus den Philippinen nicht mal einreisen dürfen, weil die Botschaft in Manila überlastet sei und so keine Visa erteilen könnte. Meine Damen und Herren, da sucht ein Mitglied unserer Bundesregierung, Minister Jens Spahn, händeringend Pflegekräfte. Die Wirtschaft bildet diese auf eigene Kosten aus. Und ein anderes Mitglied der Bundesregierung, der SPD-Bundesaußenminister, erschwert deren Zuwanderung. Und ich denke, meine Damen und Herren, da muss die Bundesregierung eindeutig besser werden. Vielleicht könnte eine Art zentralisierte Clearingstelle zu einer Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens beitragen. Und natürlich müssen wir die heute schon hier lebenden Zuwanderer möglichst gut und zügig in den Arbeitsmarkt integrieren. Ich begrüße daher ausdrücklich, dass wir im Bundeshaushalt die Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen und die berufsbezogene Deutschsprachförderung sachgerecht fördern.
Wir brauchen mehr Geld für Arbeits- und Soziales und weniger Geld für Waffen und Kriege, meine Damen und Herren. Wir werden in den nächsten Jahren mehr Geld für gute Arbeit brauchen. Alle sprechen über die Digitalisierung, und wir wissen doch, dass die Digitalisierung die Arbeitswelt revolutionieren wird. Das heißt, viele Menschen werden ihren Beruf aufgeben und neue Berufe erlernen müssen. Wir müssen also viel Geld in die Fortbildung von Menschen stecken, und das scheint mir wichtiger, als neue Waffen zu kaufen, meine Damen und Herren. Und wir brauchen auch mehr Geld für Langzeitarbeitslose. Es ist gut, dass die Koalition unseren Vorschlag für einen öffentlichen Beschäftigungssektor aufgegriffen hat. Sie nennen es nur anders, Sie nennen es soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt. Das Problem aber ist, dass Sie für dieses Programm viel zu wenig Geld eingestellt haben. Da müsste deutlich nachgelegt werden. Sie wollen 150.000 Stellen schaffen, aber die Rahmenbedingungen sind viel zu restriktiv. Selbst der Chef der Bundesagentur für Arbeit hat große Zweifel angemeldet, ob dieses Programm umsetzbar ist. Und ich finde, diese Zweifel sollten Sie ernst nehmen, meine Damen und Herren. Es ist gut, dass nach vielen Jahren endlich ein Mindestlohn in Deutschland durchgesetzt wurde. Aber dieser Mindestlohn ist viel zu niedrig. Wir sagen, wir brauchen mindestens 12 Euro Mindestlohn. Das muss endlich angegangen werden. Ich kann Ihnen das auch ein bisschen vorrechnen. Mit dem jetzigen Mindestlohn können viele Leute ihre Miete gar nicht zahlen. In Köln müsste der Mindestlohn 11,20 Euro betragen, damit die Menschen nicht mit Hartz IV aufstocken müssten. In München wären es sogar 12,77 Euro. Und hinzu kommt ja erschwerend, dass es viele Arbeitgeber gibt, die beim Mindestlohn tricksen. Da wird alles Mögliche reingerechnet, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Es werden unbezahlte Überstunden abverlangt. Und mit dieser Trickserei muss endlich Schluss sein. Und dafür brauchen wir eine effektive Kontrolle des Mindestlohngesetzes. Und es ist wirklich schlimm, dass immer noch da Stellen fehlen, die Stellen zur Kontrolle des Mindestlohnes nicht besetzt sind. Und wenn kontrolliert wird, dann nicht bei denen, die wirklich abzocken, sondern eher bei Kleinen. Und ich finde, hier haben wir alle eine Verantwortung, meine Damen und Herren. Wenn wir wollen, dass diese Jobcenter die Menschen auch fördern, müssen wir ihnen Raum zum Atmen auch geben, dass sie auf die Menschen auch eingehen können, dass sie Zeit haben für eine gute Beratung und nicht nur eben drangsalieren, sanktionieren und fordern, sondern fördern muss im Vordergrund stehen. Und deshalb brauchen wir dort diesen Raum zu atmen. Und an der Stelle ein Wort zur FDP. Ich kann es einfach nicht lassen an der Stelle. Sie haben jetzt Mittelerhöhungen für Bundesteilhabegesetz gefordert. Finde ich super. Wir haben ja den Antrag eingebracht. Sie haben zugestimmt. Jetzt machen Sie einen eigenen Antrag. Umso besser. Doppelt hält. Vielleicht ist überzeugender. Und da stimmen wir dann auch zu und so weiter. Aber bei den Eingliederungstiteln, und das gehört halt auch dazu, wollen Sie eigentlich eine Kürzung. Was bedeutet das denn? Das heißt, entweder Sie vertrauen einfach den neuen Instrumenten nicht und gehen von vornherein schon davon aus, sie werden schon schief gehen, dann kann man das Geld gleich kürzen, aber kann man das wollen? Kann wirklich wollen, dass eine Sozialmaßnahme schief geht? Was sagt das dann über die Gesinnung aus? Oder aber Sie denken irgendwie, dass jedes Geld für das Sozial ausgegeben für den Bereich Soziales falsch ausgegebenes Geld ist, und das wäre ehrlich gesagt noch schlimmer. Rentenpakt. Sie tun ja so, als ob Sie irgendwie die Rentenfrage mit Ihrer Mütterrente 1 und 2 und der doppelten Halterlinie gelöst haben. Haben Sie nicht. Nein, Sie bedienen sich der Demografiereserve. Und am Ende Ihrer doppelten Halterlinie fangen die eigentlichen Probleme doch erst an. Und darauf haben Sie gar keine Antworten. Und ich kann immer wieder sagen, und irgendwie ist es wirklich seltsam, dass da nichts kommt. Wann kommt endlich Ihr Vorschlag zur Grundrente? Das Kind hieß schon mal anders, und zurzeit sind wir bei Grundrente. Das Einzige, was kontinuierlich ist, wir warten und warten und warten auf Ihren Vorschlag, und es kommt und kommt und kommt nichts. Da kann ich nur sagen, die Grünen haben da einen hervorragenden Vorschlag der Garantierente. Wir stellen sie Ihnen gern zur Verfügung. Das Wichtigste ist, machen Sie endlich was. Fortschritt heißt eben nicht eine Politik des Weiter-so, sondern auch die Dinge zu verändern. Haben Sie den Mut, nicht nur darüber zu reden, die Dinge, sondern die Dinge richtig anzupacken, und zwar so, dass sie auch bei den Menschen ankommen. Wir investieren in Arbeit, oder wir investieren in Menschen, die Arbeit suchen. Und insbesondere der soziale Arbeitsmarkt ist bei mir in der Region, in der 60% der gemeldeten Arbeitslosen Langzeitarbeitslose sind, das richtige Instrument. Und ich kann Ihnen eben nur berichten aus Treffen mit Trägern, aus dem Treffen mit dem örtlichen Jobcenter, dass dort eben gesagt wird, die 4 Milliarden,
und der Passiv-Aktiv-Tausch ermöglichen uns im nächsten Jahr im ersten Schritt 700 bis 900 Menschen zusätzlich in reguläre Arbeit zu bringen, in Arbeit, die sozialversicherungspflichtig ist, in Arbeit, die mit Tariflohn bezahlt wird. Und das zeigt, dass wir hier Menschen integrieren in den Arbeitsmarkt, dass Menschen wieder das Leben selbst bestimmen können, dass Kinder erleben, dass es sich lohnt, arbeiten zu gehen und am Ende des Monats auch wissen zu können, ich kann mir etwas leisten. Und diese Kinder profitieren auch davon, dass sie am Leben teilhaben können, dass sie ins Kino gehen können und dass sie Nachhilfeunterricht oder Förderunterricht bekommen und in Urlaub fahren können. Das ist der richtige Weg, sehr geehrte Damen und Herren. Und vor allen Dingen muss ich hier noch mal widersprechen. Die Jobcenter sind sehr zufrieden mit dem Instrument, weil sie vor Ort entscheiden können, was die richtigen Maßnahmen sind. Die 4 Milliarden Euro sind noch zusätzlich etatisiert, um den Spielraum zu erhöhen. Und vor Ort kann entschieden werden, was sind die richtigen Maßnahmen, was ist das richtige Regelinstrument, wer ist der richtige Arbeitgeber, wie kann ich unterstützen. Und damit zeigen wir doch, dass wir für die Menschen das Richtige tun.